Heute Abend spielen wir ein System, das bis jetzt sehr unterrepräsentiert ist, und zwar Horde. Keine Ahnung, wer die Leute sind. Wenn ihr es wissen solltet, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Die wundervollen Menschen um mich herum werden sich jetzt einfach mal selbst kurz vorstellen. Und wir beginnen jetzt einfach mal zu meiner Shiraki-Seite. Shiraki-Seite? Hallo, ich bin Shiraki. Ich bin Illustratorin und gehöre zum Lurch und Lama mehr oder minder. Ich habe mich da so rangezeckt. Hi. Unter Shiraki sitzt Pokémon. Martin? Ach, ich? Ja, ich musste gucken, auf welchem Bildschirm, weil es ist auf beiden verschieden. Ihr kennt mich, glaube ich. Ich mache gelegentlich mal Musik und spiele auch ab und zu mal ein Abenteuer mit. Der Martin. Okay, gehen wir weiter im Uhrzeigersinn. Starro? Ich bin der Starro, mache einiges über Pathfinder, über sonstige Dinge und im Hintergrund bei Lurch und Lama dies und das und jenes. Und dann haben wir das vergleichsweise jüngste Gesicht, noch nicht ganz so oft bei Lurch und Lama gewesen, oder? Meinst du mich? Ja. Ich war noch nie bei Lurch und Lama dabei. Noch also gar hier nicht. Blasphemie. Ja, ich bin Tess und ich bin heute das erste Mal hier bei Lurch und Lama mit dabei. Und habe mich so ein bisschen an Dustin und Hitdice rangezeckt. Deswegen darf ich auch hier sein. Sehr gut, sehr gut. Ja, ihr sitzt heute sehr viel Hitdice-Team, das stimmt. Hier gucken ja möglicherweise auch andere Leute zu, denn Horde ist ja ein System, das bis jetzt nicht bei uns aufgetaucht ist, aber sehr viel Popularität erreicht hat durch andere Menschen. Und zwar unter anderem Liza Grimm, die es geschrieben hat, also das Regelsystem und das auch spielleitet und da ja unter anderem auch den guten Gronkh als Spieler mit dabei hat, aber auch andere tolle Menschen. Und wir haben gedacht, wir machen da vielleicht auch einfach mal mit bei dem System und spielen das deswegen heute an wahrscheinlich vier weiteren Abenden. Also geplant ist es im Moment als Fünfteiler und es wird auch nochmal eine Sonderfolge irgendwann geben. Ich habe allerdings das Datum gerade vergessen, aber das wird bestimmt irgendwer gleich herausfinden. 25.11. Ja. Yay, ein Tag vor meinem Geburtstag. Kann ich mir merken. Ganz toll, ne? Bis jetzt. Ja. Und damit ihr eine Idee habt, was wir hier heute bespielen mit Horde, es ist ein sehr einfaches System. Im Grunde, regeltechnisch muss man eigentlich nur wissen, es gibt fünf Attribute. Man muss, wenn man eine Probe auf eins dieser Attribute macht, mit einem W20 werfen und versucht, den Wert zu treffen oder ihn zu unterwürfeln. Sollte es zu einem Kampf kommen, gibt es keinen festen Initiativewert, sondern die Spielenden dürfen sich überlegen, wer wann was macht. Und man wirft beim Angreifen mit einem W20 auf eines dieser Attribute, je nachdem, was für eine Waffe man sich da überlegt hat, die man da führt. Und je nachdem auch, wie stark die sein könnte, entsprechend, wenn man getroffen hat, ein oder zwei W6 und macht dann Schaden. Und zwar bei einer 1 gar keinen Schaden, bei einer 2 und einer 3 einen Schadenspunkt, bei einer 4 und einer 5 zwei Schadenspunkte und 4 als kritischer Treffer bei einer 6. Und im Grunde muss man schon fast gar nicht mehr viel mehr erzählen. Selbst das Magiesystem ist sehr frei. Da wird in der Regel einfach losgezaubert. Und wenn es etwas sein könnte, was irgendwie übermächtig ist, ist die Empfehlung zu sagen, ja, aber. Das heißt, irgendeine andere Konsequenz tritt möglicherweise dadurch in Kraft. Das ist etwas, was den guten Starro in erster Linie treffen wird mit seinem Kurpack, der einen Magier spielt. Es gibt vier verschiedene Klassen und die sind alle vier hier am Tisch gerade vertreten. Was haltet ihr davon, wenn ihr zumindest kurz etwas zu euren Charakteren vorher sagt, bevor wir reinstarten? Dann beginnen wir doch einfach in der gleichen Reihenfolge wie vorhin. Shiraki. Ich spiele Gundel. Gundel wirkt im ersten Moment, als hätte sie mal so einen Oger in der Familienhistorie gehabt, so irgendwo im Stammbaum. So ein bisschen weiblicher Obelix, könnte man sagen. In etwa auch mit so viel Sexappeal. Sie ist extrem gutmütig und versucht den Leuten zu helfen, indem sie ihnen Versicherungen verkauft. Ja, dann bin ich ja ungefähr halb so groß wie du. Denn ich spiele Flexonder, in unserem Leben 70-jährigen Gnom. Geistig nicht mehr ganz auf der Höhe, aber immer noch ganz flink mit den Fingern. Und der sitzt gerade irgendwo rum und spielt auf seiner. und raucht sich ein Pfeifchen. Ich bin Kurpak, ein Ork aus dem hohen Norden und
Mein Clan, denen ging es nicht so gut, die heißen Quellen waren versiegt und von daher bin ich ausgezogen, große Magie zu lernen, um meinem Clan beiseite zu stehen. Und als ich zurückgekommen bin, hat irgendein Krieger mit irgendeinem großen Hammer das Problem schon gehabt. Das war mir dann alles irgendwie zu peinlich und wollte ich mich nicht weiter beschäftigen und bin voller Scham dann einfach in den Süden abgehauen, hab die anderen drei irgendwie getroffen. Und mach jetzt einfach mal so mit. Warum, weiß ich nicht wirklich. Auf jeden Fall nicht wieder zurück zum Clan. Cool. Und ich bin eine Heilerin, eine Elfe aus dem wunderbaren Heimattal. Ja, ich finde es sehr, sehr schön, Menschen zu helfen, weswegen ich mich auch besonders der lieben Gundel angeschlossen habe. Und ich bin ängstlich. Ich habe sehr viel Angst vor allem, ungefähr. Vor allem auch davor, alleine zu sein und davor, dass Böses passiert. Und naja, da brauchte ich halt eine starke Crew um mich, um weniger Angst zu haben. Ja, ich passe auf dich auf. Sehr schön, das freut mich. Wir beginnen die erste Szene zwischen Gundel und mir. Du hast kurz den Eindruck, als würdest du von sowas wie einem Stromschlag geweckt werden. Es kribbelt so ein bisschen auf deiner Haut. Du merkst das Poltern unter dir. Du hast das Gefühl, irgendwas, bin ich auf einem Wagen? Oh, was ist das? Holz, ein bisschen Stroh. So ein ganz leichter Modergeruch. Deine Augen sind noch richtig schwer. Oh, oh. Hat hier jemand seine Hochwasserversicherung nicht gekauft? Du schaffst es, die Augen so ein Stück weit aufzumachen und hast ein Tier vor dir. Das hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Es sieht pelzig aus, es hat sehr große Augen. Du denkst erst kurz an einen Biber, dann aber doch nicht so ganz. Hast du in deinem Leben schon mal einen Quokka gesehen? Ich? Ja. Keine Ahnung. Gumpel, keine Ahnung. Also, falls ihr nicht wisst, was ein Quokka ist, ist das jetzt genau der richtige Moment, es zu googeln und sich zu verlieben. Quokka werden auch Kurzschwanz-Kängurus genannt. Sehr niedlich. Und eines davon steht vor dir und schaut dich an. Du bist wach. Du kannst reden. Wieso wundert dich das? Warum wundert dich das nicht? Du kannst auch reden. Ja, aber das hab ich so an mir. Ich auch. Wir haben was gemeinsam. Wir sind Freunde. Ha, das finde ich aber nett. Hallo. Ich bin Gundel. Hi, ich bin Snoo. Und du kriegst so eine winzig kleine Tatze. Hallo, Snoo. Warum stinkt es hier nach Schimmel? So ein bisschen? Nee, das ist kein Schimmel. Das ist Kadavergeruch. Und jetzt falle ich so ein bisschen nach oben und was? Noch keine Sorge, hier sind gerade keine Leichen. Also außer der da vorne, der ist, glaube ich, tot. Du guckst so nach vorne auf den Kutschbock, da sitzt ein kleines Mädchen in einem Blümchenkleid und daneben sitzt so ein alter Bauer. Aber du siehst so im Nacken, dass die Haut so ein bisschen grünlich verfärbt ist und etwas zu schuppenflechtig vielleicht. Warum bin ich hier? Ich erinnere mich nicht daran, dieses Taxi gebucht zu haben. Du schaust dich um und du siehst, dass die anderen drei da auch liegen, auf diesem Karren. Also auf dem Karren ist tatsächlich jetzt gerade wirklich nur der Holzkarren selbst mit Stroh befüllt. Und vorne die anderen beiden Leute, noch scheinen sie das nicht so richtig mitgekriegt zu haben, dass du dich unterhältst. Ja? Hat man dich... Also ich meine, hat man uns Shanghai... Bist du auch jetzt, was hat man vor mit uns? Warum sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Es ist sehr ungünstig, wenn man andere Antworten haben möchte. Was ist ein Shanghai? Ist das ein Fisch? Nee, ich glaube eher sowas wie eine Muschel. Aber ich muss mal, Moment. Und ich fange an, die anderen anzupatschen. Nachwerden. Hey, hey. Oh, hey. Warte. Und er watschelt so rüber zu Flaxandor und stupst ihn so an. Und du siehst so ganz kurz, dass er so einen Mini-Stromschlag bekommt. Jetzt kannst du dir auch erklären, woher dein Gefühl kam. Mhm. Und
Ein weiterer wird wach. Noch ein Moment, Mutti. Ich glaube, du musst das noch. Ich glaube, du musst das noch mal machen. Wie machst du das? Was bist du denn? Hä? Was ist eine gemeine Frage? Wer ist okay? Ich bin Snoo. Dann gerne wer? Snoo. Snoo, das Gnu? Sehe ich aus wie ein Gnu? Ich weiß nicht, ich habe noch nie eins gesehen. Es reimte sich nur so schön. Ich weiß auch nicht, was ein Gnu ist. Ich glaube, Snoo ist Magier. Magierin? Er guckt so kurz zwischen seine Beine. Schon Magier. Die Art von Magie. Befruchtungszauber. Bitte? Was? Ich bin verwirrt. Soll ich deine anderen Freunde auch wach machen? Ja, bitte. Runde? Ich glaube, dass wir haben hier eine Situation. Okay. Was? Hallo, ich glaube, wir haben eine Situation. Eine Situation? Situationen hat man immer. Was für eine Situation meinst du? Ich bin mir noch nicht 100% sicher. Aber wir sind auf einem Karren und ich erinnere mich nicht, dass wir hier auf diesen Karren wollten. Was ist das? Und der Gestank ist wohl Leiche. Weiß er nicht, was ein Karren ist? Nein, was ist? Es redet. Das ist Snoo. Wer, bitte? Danke. Es möchte gewehrt werden. Also, ihr versteht ihn auch? Ja, ja. Es liegt nicht am Schnaps, würde ich sagen. Okay. Ist Snoo, richtig? Ja? Ja. Und ich halte Snoo so meine Hand entgegen für so ein High Five. Ist ein sehr weiches High Five. Der kleines High Five. aber also guckt euch mal um. Und wenn ihr so in die Umgebung schaut, seht ihr auch, ihr seid nicht zu Hause. Hier sieht es wirklich ganz anders aus. Also eins der wesentlichen Merkmale ist, dass der ganze Himmel voller Gewitterwolken ist, die ununterbrochen Blitze hin und her schießen, ohne dass es regnet. Und alles ist irgendwie so richtig grau, düster. In der weiten Entfernung hinten kann man sehen, dass da auch Berglandschaften sind. Ansonsten ist alles relativ flach. Und da, wo ihr vorher wart, war es einfach irgendwie idyllischer. Ich brauche dringend eine Blitzeinschlagversicherung. Gundel, du weißt doch, ich habe so Angst vor Gewitter. Und vor Dunkelheit. Ja, ich weiß, das ist sehr ungünstig. Und ich rutsch so ein bisschen in deine Richtung. Keine Angst, Blitze. Und wir treffen vor allem hohe Leute. Wie dich, Gründe? Ja, ich bin wesentlich größer. Ich schaffe das schon. Ich habe alle Versicherungen, die man braucht, um sowas zu schaffen. Ja, das ist richtig. Danke, Kunde. Waren wir hier gestern schon? Ich erinnere mich nicht so richtig. Nein, ich erinnere mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier nicht waren. Ihr seid noch gar nicht lange hier. Ich weiß auch nicht, aber gestern hatte ich noch keine Angst, glaube ich. Was? Bist du dir sicher? Was ist, wenn ich es vergessen habe? Ich habe auch Angst vor dem Vergessen. Oh nein. Die Kutsche poltert so ein bisschen weiter. Ihr unterhaltet euch ja die ganze Zeit, aber die vorne scheinen überhaupt nicht zu reagieren auf euch bisher. Und ihr dreht euch auch nochmal um und seht, das in relativ großer Entfernung inzwischen, aber als wäre es irgendwo so im Nichts in den Himmel reingemalt, so ein leicht bläulich waberndes Portal ist, von dem ihr euch entfernt. Und darunter ist so ein kleiner Hügel. Ihr könnt aber nicht wirklich erkennen, was das ist.
warum wir Funde? Wahrscheinlich. Ja. Ihr seid da in dem Müllberg gewesen. Müllberg? Ja, das ist der gute Müllberg. Guter Müllberg. Ja, es gibt guten und es gibt schlechten Müll. Den Müll da, den kann man meistens eigentlich verwenden, um ja, Felder zu düngen oder man lässt das noch ein bisschen weiter verrotten und hat Erde. Es gibt auch noch andere Müllberge, aber die kann man weniger gut gebrauchen. Okay. Komposthaufen. Ja. Was haben wir in einem Komposthaufen gemacht? Das ist eine gute Frage, aber ihr müsst ja von der anderen Seite kommen. Was ist denn die Seite hier? Die Seite hier ist das Land Agra. Agra klingt nach Landwirtschaft, das mag ich. Aber klingt auch nach Agrakadabra. Ja. Haben wir eine Versicherung oder Aggression dagegen? Oh. Gegen Agrakadabra. Es gibt, ja, ich habe, glaube ich, bestimmt irgendwo eine Zauberversicherung. Muss ich mal nachschauen. Mein Hirsch ist weg. Also auf jeden Fall, bis jetzt wurden immer nur irgendwelche Biomüllsachen durch das Portal geworfen oder Leichen. Aber ihr seid gar nicht tot. Das ist beruhigend. Bist du dir sicher? Nein. Ja. Ich fühle mich nicht tot. Ich guck den Typ auf dem Kutschbock an. Der riecht richtig tot. Okay, und das Mädel? Das riecht so passiv tot. Passiv tot? Das wird so Kadaver gerucht. Wie wenn Leute rauchen. Aha. Also der Typ ist tot und wenn die lange neben dem sitzt, dann riecht die auch irgendwann so, meine ich. Aber ich habe eine Frage dazu. Warum sitzt der da, wenn der tot ist? Der ist ja nur... Also... Ich tippe den mal vorsichtig an. Wie sagt das Mädchen guckt so zur Seite. Ein... Dreht sich zu euch um und starrt euch mit großen blauen Augen an. Hallo? Hallo. Hallo? Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Sehr schön. Ich glaub, sie kann nicht sprechen, sagt Snu. Hat der Wertgegenstände? Oh, das ist schlecht. Kann sie uns denn sehen? Okay. Also das Mädchen liegt mich tatsächlich an. Sie kann wohl ein bisschen Lippen lesen. Praktisch. Fahren wir hin? Warum sind wir hier? Sie zeigt so entlang der Straße und wenn man da so ganz geradlinig runterguckt, sieht man noch in guter Entfernung, aber dass sich da entweder eine Stadt oder ein hohes Gebäude erhebt. Das ist ziemlich, ziemlich gemein, Flaxon da. Ziemlich gemein. Sie guckt auch fragend. Ich habe gefragt, was da vorne ist. Was ist denn da vorne? Ich dachte, wenn du sowieso Lippen lesen kannst, dann ist es doch egal, ob ich dabei Geräusche mache oder nicht. Ich dachte, das wäre höflicher. Flaxon da, ich glaube, das kriegt sie nicht mit, ob du mit Ton oder ohne Ton redest. Aber wir, ja. Ich glaube, das Problem ist der Dialekt, wenn er nicht dabei redet. Ah, das macht auch Sinn. Ja. Nee. Also, ich war schon mal da hinten an dem Ort. Mhm. Da wohnt so einer. Aber ich war noch nie bei dem. Aber über den reden die alle. Der Lord. Von was ist der Lord von hier so? Der weiß ich auch nicht. Also der scheint hier irgendwie
das oberste Tier zu sein? Okay. Ist aber ein Mensch, Ork, Elf, Gnom, Ogre. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Aha. Ist er wohlhabend? Bestimmt. Ich das meine, gut. Das da hinten ist sein Schloss. Ich guck noch mal nach draußen. Das hat sehr hohe Türme. Also bei dem Wetter, wenn das hier öfter ist, bräuchte er wirklich dringend eine Blitzschlagversicherung. Ja, wahrscheinlich. Können hier eigentlich alle Tiere reden? Snow? Ich kenne nicht alle Tiere. Können hier mehr Tiere reden? Als? Können alle Tiere reden, die du getroffen hast? Nein, das wäre ja Quatsch. Oh, okay. Ach so, weil ich reden kann. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, warum. Aber ich weiß auch nicht, warum ich Blitze aus den Fingern schießen kann oder warum ich ihre Gedanken lesen kann. Also, Du kannst ihre Gedanken lesen. Das, ja, von den Mädchen. Das ist ja praktisch. Was denkt sie denn gerade? Sie denkt, das ist ein komischer Haufen. Ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Und was ist das für ein komischer Waschbär? Ist hier irgendwo ein Waschbär? Keine Ahnung. Ich sehe keinen. Moment, was? Ich bin kein Waschbär. Allerdings kann sie keine Waschbärenlippen lesen, weswegen das ihr überhaupt nicht hilft. Ja. Er heißt Snoo und sagt, er sei kein Waschbär. Ja. Okay. Warum sind wir hier auf dem Wagen und wo bringst du uns hin? Sie denkt, ihr seid auf dem Wagen, weil ihr zum Lord gebracht werden sollt, weil ihr nicht tot seid. Wow, was für eine Logik. Okay. Oh, gut. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Werden wir abwarten, glaube ich, oder? Okay. Das Tor noch auf? Ist. Das was im Hintergrund. Ich schaue noch mal verzweifelt in die Richtung, aus der wir kommen. Ach so. Sie sagt, das Tor bringt nur Dinge, da kann man nicht durch. Ein Einwegportal. Hat sie es schon mal versucht? Hast du es schon mal versucht? Sie selber hat es noch nicht versucht, aber ihr Papa, der neben ihr sitzt, als er noch nicht tot war. Und ist er seitdem tot? Nein. Okay. Gut. Wo sind nur meine Manieren geblieben? Mein Name ist Flexander Brimstone, aber alle nennen mich Flexi. Also, erfreut ihre Freundschaft, Bekanntschaft zu befreunden. Ja, sie streckt dir die Hand entgegen. Du siehst, sie hat eine Holzhand. Oh, das ist aber praktisch. Super, ich finde es super. Ja. Kann man sich hier nicht den Fingernagel abbrechen. Ja, oder sich einen Splitter holen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Auch als sie die Hand halt, als die Hand nimmt, sie hat ja vorher schon mal die Hände gezeigt, aber sie hat so Handschuhe drüber, aber als du es greifst, hast du dieses Holzknirschen so ganz kurz, als hättest du so eine Marionettenhand gedrückt. Oh. Ja. Hallo. Ja, genau, das ist. Hallo. Und das ist Kurpak. Hallo. Ihr Name ist Annabelle. Hallo Annabelle. Sie fragt sich, ob ihr irgendwas zu essen oder trinken haben möchtet und ob ihr einen Zwischenstopp bei ihrem Bauernhof machen wollt. Klingt wie fantastisch. Habe ich was zu essen dabei?
Ich spüre mal in meinen Taschen. Du hast halt dabei, was du so dabei hattest. Dann habe ich nur was zu trinken dabei. Okay. Ich kam in meiner Gürteltasche und möchte ein Pfefferminzblatt rausholen und ihr das hinhalten. Schmeckt gut. Das macht deinen Atem sehr frisch. Jetzt sag nicht gleich was gegen deine Atem, du kennst sie kaum. Nein, das ist doch für das eigene Gefühl. Okay, sie beißt so vorsichtig so ein Stückchen ab, kaut das und drückt den Rest ihrem Papa ins Gesicht. Er hat das nötiger, denkt sie. Ja. Ja, Annabelle, ich denke, wir machen erst mal. Wohnt sonst noch jemand bei eurem Bahnhof? Ja, schon. Also ganz. Ich gebe jetzt einfach mal weiter, was sie die ganze Zeit denkt. Also ja, schon, hier wohnen ganz, also bei uns wohnen ganz viele Leute. Sie ist allerdings die einzige lebende Person. Und es sind aber schon einige auf dem Hof. Wenn man die Gastarbeiter mitzählt, um die 10 Personen. Oh, das ist ganz schön viel. Zombies. Hast du vielleicht auch Angst vor vielen Leuten? Nein. Viele Leute finde ich super. Flexi, was bist du denn jetzt so? Du kannst auch ein Pfefferminzblatt haben. Du musst nicht neidisch sein. Ich bin nicht neidisch. Und ich kam in meiner Tasche und halte ihm auch eins hin. Nimm, das ist gut für dich. Danke. Bitte. Ich mach die Flasche auf und tu das in meinen Schnaps. Und ja, das ist auch gut. Okay, wenn ihr gerade keine unmittelbaren Fragen habt, fährt die Kutsche ein bisschen weiter und es dauert vielleicht noch eine Stunde, als ihr an einem Bauernhof vorbeikommt. Also ihr kommt an mehreren Höfen vorbei und ihr seht auch immer wieder vergleichbare Bilder. Sehr wenige vereinzelte Menschen, die zwischendurch auftauchen und ungleich viele Zombies, die die Felder bestellen, die Wasser holen, die Steine schleppen oder schlagen, die irgendwelche Botendienste zu machen scheinen. Und irgendwie scheint das völlig normal hier zu sein. Dann kommt dieser andere Hof, wo der Kutsche dann das erste Mal abbiegt. Der Kopf von ihrem Papa knickt so ein bisschen bei der Kurve ab. Und ihr fahrt auf diesen Bauernhof zu. Der Bauernhof ist eigentlich ganz nett zurechtgemacht. Da sind auch gerade zwei Zombies auf einer Leiter, was ein bisschen komisch aussieht, weil Zombies einfach nicht so richtig das Körpergefühl haben für sowas wie Leiterklettern und ganz schön wackelig sind und versuchen gerade irgendwie oben so die am Dach irgendwas zu reparieren. Eine Dame, die aussieht wie so eine Magd, die allerdings auch untot ist, zieht gerade aus so einem Brunnen Wasser raus und dreht so den Kopf so ein bisschen zu weit, so dass es unangenehm aussieht. Um zu euch rüber zu schauen, ist dann aber irgendwie weiter beschäftigt und geht dann mit ihrem Eimer dann rein in den Hof. Und dann bleibt die Kutsche irgendwann stehen, als ihr angekommen seid. Machst du die Untoten oder passiert das von alleine hier? In ihrem Kopf lacht sie und dann sagt sie, nee, das passiert sozusagen von selbst. Ja, sozusagen. Ich springe von der Kutsche und würde einfach mal schauen, ob ich irgendwie Marquis entdecken kann, ob ich irgendwelche Verbindungen entdecke. Magische Ströme, was irgendwas mit den Zombies tut. Ja, also tatsächlich fällt dir auf, dass alle Zombies, also was dich jetzt auch nicht völlig überrascht, durch Magie irgendwie aufrechterhalten werden. Also bei ihnen allen ist diese dunkle Energie drin, die dafür sorgt, dass nachdem der Zauber gewirkt worden ist, der so ein Zombie auferstehen lässt, sie auch irgendwie im Unleben hält. Aber es ist bei allen so eine relativ schwache magische Flamme sozusagen drin. Also du siehst da jetzt nichts von magisch hohem Potenzial, sondern eher aufrechterhalten. Mhm.
aber irgendwie eine Richtung, eine Verbindung. Ich sehe nur die einzelnen Zombies und nicht irgendwie das. Also wenn du dich richtig darauf konzentrierst, dann siehst du, dass bei allen Zombies wie so ein magischer Faden nach unten ist, der in die Erde geht und der ihnen die ganze Zeit irgendwie zu folgen scheint. Ja. Also immer da, wo sie gerade den Boden berühren, da sieht man das dann so wie so kurze Spannungsblitze zücken in den Boden rein. Das erklärt alles, würde ich sagen. Ich denke mal, alle, die von Snoo mit so einem Stromschlag geweckt werden, werden regelmäßig zu Zombies. Weil aber das heißt, wir werden auch zu Zombies? Ja, mach ja nichts, ich bin eh alt. Aber ich möchte kein Zombie werden. Das merkst du dann gar nicht mehr. Das stört dich dann nicht mehr. Das glaube ich irgendwie nicht. Vielleicht kannst du auch ein Ninja werden wie ich. Sagt Snoo. Du bist ein Ninja? Ja. Ein Magier und ein Ninja und ein Quoker. Oh, wenn du wüsstest, wenn ich mich ganz doll anstrenge, dann sieht mich keiner. Oh. Zeig mal. Und du sagst so, zeig mal. Und ganz kurz verschwimmt er komplett vor deinen Augen. Also wirklich, wirklich weg. Einen kurzen Moment und dann ist er wieder da. Oh. Toll. Guck mal, kann ich auch. Wo ist er? Ich habe noch nie solche mächtige Magie gesehen. Nee, war Quatsch. Totaler alberner Krams, den du da gerade machst. Ich kann nur dafür sorgen, dass die Leute fluchtartig den Raum verlassen. Ja. Ich kann machen, dass die Luft riecht. Ja, so mache ich das auch. Aber es funktioniert auch nur in geschlossenen Räumen. Ihr seid alle Magier? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Naja, was dir allerdings auch möglicherweise aufgefallen ist, als du ihn darum gebeten hast, dass er sich einmal unsichtbar machen soll. Er war wirklich einen kurzen Moment unsichtbar und du hattest das Gefühl, wie so eine Aura-Nachhall zu sehen, als hättest du so kurz so eine Spektralform von ihm gesehen, die dann eben sehr schnell auch wieder kurz aufgetaucht ist, aus der Snoo dann wieder so hochgepitcht ist sozusagen. Also du kannst gar nicht sicher sagen, ob er unsichtbar war oder ob er kurz weg war. Nee. Ich gehe einfach mal ein paar Schritte, guck mir den Boden nochmal an, geh mal zu so einem Zombie näher, guck mir die Blitze genau an. Ja, wenn du dir das Ganze hier so insgesamt anschaust, die Felder werden zwar bestellt, aber es gibt, also generell ist euch das auch aufgefallen, gar nicht so super viele Pflanzen, die hier toll wachsen, was daran liegt. Also man kann es jetzt natürlich nur vermuten, ihr seid ja gerade erst da, aber wenn der Himmel immer so aussieht, dann kann da halt auch nicht viel bei rumkommen. Und es sieht wirklich so aus, als hätten die Zombies nichts anderes zu tun, als sich um diese ganzen Sachen zu kümmern, weil es scheinbar zu wenig Menschen gibt. Ich glaube, ich mag es hier nicht. Ich glaube, ich möchte wieder nach Hause. Annabelle verhält sich jetzt auch nicht so wie jemand, der die Zombies irgendwie rumschicken würde oder sonst was, sondern die verhält sich einfach wie so ein kleines Mädchen, für die das völlig normal ist. Ne? Also die ist jetzt auch nicht sowas wie Hausherrin, Passive oder sowas, die den Zombies irgendwie Aufträge gibt, sondern die funktionieren so vor sich hin. Ich wünschte, wir könnten mit Annabelle reden. Vielleicht habe ich eine Idee. Ich kann ihr vielleicht meine Stimme leihen. Moment, ich probiere mal was aus. Und er läuft so auf Annabelle zu, guckt sie an. Sie guckt ihn an. Ihr seid euch relativ sicher, dass da jetzt gerade kein Gespräch stattfinden kann, weil wie soll das aussehen? Sie kann ja immer noch keine Biberlippen lesen. Auf jeden Fall, sie streckt ihm den Arm hin. Er klettert da hoch, klettert auf ihre Schulter und dann, so ähnlich wie als er gerade verschwunden ist, seht ihr wieder in dieser Spektralform, wie er praktisch so einfach so in ihren Kopf rein versinkt. Und dann guckt vorne so ein Stück Schnauze
von ihm wieder raus aus ihrem Gesicht, was da einfach dafür sorgt, dass das so ein bisschen so aussieht, als hätte sie so einen Hundefilter aktiviert. Und sie, also ihr hört jetzt so eine Mischstimme aus einer Mädchenstimme und Snooze-Stimme. Wow! Oh, das ist komisch. Aber ja. 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 Also als ich das gesagt habe, dachte ich eher, ich könnte versuchen, sie zu heilen, aber so ist ja jetzt auch gut. Nur unheimlich. Mach dir keine Sorgen, ist ganz normal. Nee. Okay. Im Prinzip. Ich kann nicht im Prinzip. Krass. Wie lange lebst du schon hier? Guck mich an. Etwa 7 bis 8 Jahre. Und seitdem ist das hier so, wie das hier so ist? Nee, das ist erst so seit 2, 3 Jahren so. Mhm. Und warum ist das hier so? Das weiß ich auch nicht genau, aber erst hat der Himmel sich verfinstert, dann ist alles irgendwie verwelkt, dann sind immer mehr Menschen ums Leben gekommen, weil sie diese komischen Pilze gegessen haben und dann wurden ganz viele Leute zu dem hier. Und sie zeigt so in die Reihe der Zombies, die irgendwo um euch herum eiern. Pilze. Ja. Was also, für Pilze? Man soll keine Pilze essen, die man nicht kennt. Das ist nicht klug. Die habe ich auch schon ganz schön lange nicht mehr gesehen, diese Pilze. Also generell, die wachsen nicht überall, sondern die wachsen manchmal in Höhlen oder an so feuchteren Gebieten. Da kommen die raus. Und manche Leute haben die dann gegessen aus der Not heraus, weil ja alles nicht mehr vernünftig gewachsen ist. Aber das hat die Leute halt krank gemacht. Und dann sind die nach kürzester Zeit meistens irgendwann gestorben, nachdem es denen erst kurz ganz gut ging, weswegen ganz viele Leute fatal viel von diesen Pilzen gefressen haben. Das war ganz schön ärgerlich. Hat das irgendwas mit diesem Lord zu tun? Beim Schloss? Ja. Also alles hat immer irgendwie mit dem Lord zu tun, aber der Lord, der macht ja, dass die Leute nicht tot bleiben. Das ist eine große Hilfe. Ich wäre schon längst verhungert. Gut. Können wir ein bisschen was zu essen haben und dann vielleicht mal zu dem Lord gehen? Also, aber keine Pilze. Irgendwas ohne Pilziges zu essen. Keiner hat mehr irgendwelche von diesen Pilzen zu Hause. Wir wissen ja, dass die jeden umbringen. Super. Also es gibt manchmal so, wenn so Leute kurz vorm Sterben sind und sich sagen, jetzt ist auch egal, so nochmal einen schönen Tag haben, dann essen die manchmal. Aber sonst macht das keiner mehr. Ja, wir sind nicht kurz vorm Tod. Mhm. Aber ihr seid aus dem Portal gefallen. Wir sind aus dem Portal gefallen, genau. Wir fallen nie Lebendige durch. Ja, warum sind wir eigentlich hier? Warum sind wir nicht da, wo wir waren? Das hat bestimmt der Lord gemacht. Wir haben bestimmt eine Aufgabe oder sowas. Ja. Höheren Sinn. Ich krieg Ärger, wenn ich dir nicht nachgehe. Ich meine, wie soll ich denn hier Versicherungen verkaufen? Wobei, vielleicht erschließe ich jetzt einen komplett neuen Markt. Also, ich flüsse dir so ins Ohr. Sorry, also Gunde, für die Pilzversicherung ist schon ein bisschen zu spät, leider. Das wäre, ich fürchte auch, ein gutes Geschäft gewesen. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber guck mal, bei dem Wetter, ne? Blitzschlagversicherung und Beinbruchversicherung ist immer total gut. Nagel-in-Hand-Versicherung. Keine Ahnung, was eine Versicherung ist. Eine Versicherung ist eine Art, also ich versichere dir, dass etwas nicht passiert und du unterschreibst einen Vertrag und dann gibst du meinem Chef Geld und dann passiert das nicht, wogegen du dich versichert hast. Das ist, glaube ich, recht gut erklärt, wie für Gundels Chef Versicherung funktioniert. Also ich gebe jemandem Versprechen und dann muss der auf den Zettel seinen Namen schreiben und dann passiert das nicht mehr. Dann sind Versicherungen Magie. Ja, das ist sowas wie Magie. Ich hatte zum Beispiel einen echt schlimmen Fall. Da hat sich in der Straße wirklich fast jeder die Beine gebrochen. Und dann bin ich zu einem Haus gegangen und habe gesagt, guck mal hier, Beinbruchversicherung. Wenn du das unterschreibst,
meinem Chef Geld gibst, dann passiert dir das nicht. Guck dir lieber mal an. Die ganze Straße hat schon die Beine gebrochen. Ganz furchtbare Sache. War dramatisch. Ja, es muss eine Epidemie sein. Hat funktioniert. Dem sind die Beine nicht gebrochen. Das ist krass. Ja. Und den ist die beste mit Versicherungen. Die allerbeste. Ich habe fast jedem bis jetzt mal eine Versicherung. Gibt es sowas wie Magieversicherung? Ja, es gibt auch Lebensversicherungen. Das heißt, man stirbt nicht mehr, wenn man die abschließt. Genau. Zumindest für eine gewisse Weile, glaube ich, ja. Gibt es Versicherungen für Zombies? Willst du einem Zombie gegen... Wogegen willst du ihn denn versichern? Ja, das frage ich mich ja. Weil sonst findest du hier nicht viele Abnehmer für deine Versicherung. Oh. Mist. Lass uns doch bitte mal vielleicht zu dem Lord gehen. Ja, vielleicht kann der uns zurückschicken. Weil wir sind ja offenbar durch einen Irrtum hier. Ja. Mit Sicherheit ist das ein ganz großer Irrtum, dass wir hier sind. Wollt ihr erstmal sowas wie eine Kartoffelsuppe haben oder sowas? Ja. Okay, dann kommt mal mit rein. Und ihr kommt rein ins Gebäude, ist auch im Prinzip ein normales Bauernhaus, jetzt abgesehen von der Zombie-Markt, die in der Küche steht und da den großen Pott rumrührt. Und aber ihr kriegt dann alle so eine schicke Schale mit Kartoffelsuppe, die wirklich gut schmeckt. Und es sind auch keine Zombie-Teile drin? Nein, es sind keine Zombie-Teile drin. Dachte ich nur. Hättest du gerne Zombie-Teile? Nein. Nein. Ich bin neben der frisch Gestorbene. Okay. Ich habe das ja jetzt, glaube ich, verstanden, was dein Beruf ist. Und die anderen, ihr macht da irgendwie mit beim diesem Versicherungsmagie-Geschäft. Ich bin Handlungsreisender in Sachen Geldvermehrung. Ja, also ich bin nur dazu da, um denen zu helfen, die eben keine Versicherung haben. Weißt du, dann sorge ich dafür, dass das gebrochene Bein wieder heilt und helfe der mit Gundiver, dann wollen die auf jeden Fall eine Versicherung, dass das nicht nochmal passiert. Moment, du kannst gebrochene Sachen wieder heile machen? Kommt drauf ein was. Aber manchmal klappt das, ja. Draußen ist der Pete. Der Pete ist ungefähr so alt gewesen wie ich, als der gestorben ist. Und der hat ein gebrochenes Bein. Kannst du das heile machen? Ich weiß nicht, ob das bei toten Menschen auch geht. Aber ich kann das probieren. Also schlimmer als kaputt geht ja eigentlich nicht. Vielleicht. Ja, sie läuft so zu einer Seitentür, eine andere Tür, als durch die ihr reingekommen seid, die aber raus aus dem Haus führt und verschwindet ganz kurz und kommt dann wieder mit so einem Jungen, der hat so eine Latzhose an und dem hängt der Kiefer so ein bisschen sehr schräg und raus, also als wäre der auf einer Seite so rausgeankert worden, aber sprechen können die ja scheinbar eh nicht, deswegen war das nicht so wichtig. Und ja, der hinkt halt so ein bisschen. Und man sieht auch immer, dass so ein offener Bruch und der Knochen ist auch so quer gebrochen, ne? Also so richtig eingerissen und guckt immer so ein Stück raus, wenn der auftritt. Nein. Oh, so sah das bei einem nach der Beinbruchversicherung auch mal aus, als er nicht unterschrieben hat. Kannst du das heile machen? Geh so erstmal zu Tully rüber. Meinst du, es ist eine gute Idee, Heilmagie auf einen Zombie zu wirken? Ach, ich finde, man kann alles ausprobieren, oder? Ich weiß nicht. Ja. Aber der Zombie hat bestimmt Schmerzen. Ja, wahrscheinlich hat er ganz schlimme Schmerzen. Die fast so schlimm sind wie meine Kopfschmerzen. Oh, du hast Kopfschmerzen? Nein, ist schon gut. Ich setze mich wieder an den Tisch und esse meine Suppe weiter. Also wenn die Kopfschmerzen nicht weggehen, dann kann ich dir die wegmachen. Ja. Weißt du? Ja, weiß ich. Danke. Sehr nett von dir. Gerne. Also sie ist einfach zu gut. Jungen jetzt auf so einen anderen Stuhl da und der sitzt da jetzt. Was meint ihr denn? Soll ich das mal probieren? Naja, schlimmer kann es nicht. Ich glaube, ich würde das vorher einmal richten.
aber da muss ich das anfassen und ich habe Angst, dass sich das auf mich überträgt. Tali, ich glaube nicht, dass sich das überträgt, aber vielleicht machen wir es besser wie beim Teppichreinigen und probieren es erstmal an einer unauffälligen Stelle. Okay. Also beim Teppich weiß ich ja, was du meinst. Aber ich muss gerade sagen, wie mache ich das denn dann? Also soll ich ihm jetzt einen Finger brechen? Ich breche keine Finger. Nein, also ist denn schon einer gebrochen? Guck mal. Ich schau mal, ob einer seiner Finger gebrochen also, ist. Die Finger sind nicht gebrochen, aber man sieht, dass mehrere Fingernägel so hoch gebrochen sind oder komplett verschwunden. Da hat er anscheinend nicht so viel Wert drauf gelegt. Guck mal, und ich bieg so einen so wieder runter. So, den könnten wir doch nehmen. dann mache ich das. Und ich möchte gerne seinen Fingernagel heilen. Nein, gut. Okay. Wenn ich mich nicht vertue, fällt deine Magie wahrscheinlich auch unter einen Mutwurf, ne? Das ist aber ja nicht so sinnvoll, so wenig mutig, wie ich bin. Ich bin ja eher geschickt oder so. Intelligent. Okay, von mir aus können wir es auch so interpretieren. Du versuchst es also mit magischem Geschick. Ich versuch's mit magischem Geschick, ja. Nein. Etwas magisch ungeschickt versuchst du Energie in ihn reinzulenken. Und das war jetzt irgendein Finger an der Hand, richtig? Ja. Okay. Also wenn er nicht irgendwo anders noch Finger hat. Also er hält eine Hand jetzt halt so hoch, beziehungsweise Annabelle hält seine Hand so fest. Und du hast dir den Ringfinger ausgesucht, den Gundel gerade schon angetippt hatte. Und du siehst ganz kurz, wie würdest du deine Magie beschreiben? Wie sieht deine Magie aus? Was riecht man in dem Moment? Was hört man? Also das ist wie so ein grünlicher Nebel. Der riecht so ein bisschen nach, so frisch nach Wald, nach Blättern. Und der wickelt sich dann wie so ein Faden um die Stelle, die geheilt werden soll. Okay, also das passiert auch. Was allerdings anders ist als sonst, wo sich normalerweise die Haut dann darunter regenerieren würde, Knochen wieder zusammenfügen und sonst was, siehst du, wie dieser Faden sehr stark spannt und das in sehr, also als wäre das viel zu doll aufgebläht. Und dann siehst du, also er guckt so auf seinen Finger, folgt dem Ganzen irgendwie mit den Augen und dann seht ihr, dass sein Finger explodiert. Und so die Fingerkuppe, die knallt ihm voll ins Auge rein und bleibt da auch stecken. Sein Auge rutscht so ein bisschen zur Seite. Oh nein, Pete, das wollte ich nicht. Ich wollte dir doch nur helfen. Annabelle guckt auch ein bisschen entgeistert. Das ist Heilmagie. Das ist Heilmagie. Meine Magie. Nicht stark genug für Zombies, glaube ich. Annabelle, du musst mir glauben, ich wollte ihm helfen. Wirklich. Halt, du hast da was. Ich halt so mit dem einen Finger sein Augapfel fest. Ja gut, du hast jetzt eine Fingerkuppe in der Hand, sein Auge flitscht wieder so ein bisschen zurück. Also der Muskel scheint genug Spannung noch zu haben, mich wieder in die richtige Bahn zu ziehen. Jetzt bleibt hier halt nur so eine Kuhle. Ja, hat leider nicht funktioniert. Ich versuche die Fingerkuppe wieder so anzustecken. Aber ist ja eine unauffällige Stelle. Es war eine unauffällige Stelle. Zum Glück haben wir es wie beim Teppich gemacht. Ja, und Flachs, dir ist aufgefallen, dass bei Kurpark der restliche Finger im Teller gelandet ist, in seiner Kartoffelsuppe. Du hast es aber noch keinem gesagt. Der war jetzt auch. Ich glaube, wir versuchen das vielleicht doch nicht nochmal mit der Magie mit seinem Bein, weil überleg mal, das passiert da. Ja, das wäre nicht gut. Aber also wir könnten das Bein schieben.
Mechanisch habe ich deine Magie jetzt einfach funktionieren lassen, nur es ist ja halt ein Misserfolg gewesen, deswegen ist nicht das passiert, was du gehofft hattest. War das jetzt nicht das mit dem Ja-Aber? So ungefähr, nur das Ja-Aber diesmal umgekehrt. Okay, also, wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne auch hier übernachten und dann können wir morgen zum Lord oder möchtet ihr heute noch hin? Sie guckt dann auf so ein Stundenglas, das wohl regelmäßig umgedreht wird, geht dann einmal zu der Magd hin und die zeigt mit ein paar Fingern, wie viele Stunden wohl schon vergangen sind an diesem Tag, weil durch den ständig verdeckten Himmel ist das sehr schwer zu messen. Das ist später Nachmittag, sagt sie euch dann. Also ihr würdet es noch schaffen, aber dann seid ihr abends im Dunkeln da. Nein, nein. Ist das schlecht? Eigentlich ist es hier immer dunkel. Ja, ist ja egal. Aber manchmal dunkler als sonst. Aber ich habe doch so Angst im Dunkeln. Tali, das kriegen wir schon hin. Ich heb meine Hand und es erscheint ein lila leuchtender Ball über meine Hand. Ist das schick? Ja, das ist in Ordnung, glaube ich. Gut, dann lass uns doch bitte auf den Weg machen. Ach, du meldest jetzt auch extra nochmal los, doch? Ja, wolltest du hier bei den Zombies übernachten? Wolltest du dich hier bei den Zombies irgendwie? Ich glaube, dass da auch Zombies sind, wenn hier überall Zombies sind. Irgendeiner muss die Klos putzen. Das wird der Lord nicht selber machen. Der Lord ist ein vielbeschäftigter Mann. Also ich weiß nicht. Ich schon viel Respekt vor Leuten habe, die ihren Scheiß selbst wegräumen. Soll ich mich jetzt angesprochen fühlen? Was? Räumst du deinen Scheiß etwa nicht weg? Ich mach's nicht für dich. Ja, also gut. Wenn ihr noch los wollt, ist das jetzt auch kein Problem. Ihr könnt die Kutsche ja gerne haben. Dann schicke ich den. Ja, Pete kriegt das immer noch hin. Dann soll der Pete euch darüber fahren und dann bringt er die Kutsche ja später wieder. Ja, lass uns mal uns auf den Weg machen. Hier übernachten wir in jedem Fall mit Zombies. Bam. Nur mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Hast du Angst vor Zombies? Ja. Nein. Super. Kurpak, hast du Angst vor Zombies? Ich habe das Gefühl, ich spüre da so eine Schwingung. Einfach nur hier weg. Ach so. Liegt das an den Kopfschmerzen? Ich habe doch gesagt, ich kann die quasi wegzaubern. Können wir losfahren? Und ich habe das Gefühl, der Kurpark ist ein bisschen genervt. Aber sag ihm das bitte nicht. Ja, ich glaube, er hat einfach einen stressigen Tag gehabt. Ich glaube, er braucht eine Kopfschmerzversicherung. Ja, das hilft ja nicht nachträglich. Hat man mir erklärt. Gut, ihr werdet also wieder auf die Kutsche verfrachtet. Pete setzt sich vorne hin, Annabelle und ihr Vater, die bleiben da. Und ja, ihr tuckert so ein bisschen los. Es wird zunehmend dunkler, ja. Aber so richtig super viel verändert sich nicht. Alles ist einfach nur in anderen schiefen Grautönen. Und ihr nähert euch dem Schloss, also ihr seht auch schon auf Entfernung, dass irgendwann Lichter angemacht werden im Schloss. Und als ihr nah genug seid, seht ihr auch, das ist schon ein Klopper, ne? Also das ist tatsächlich auch freistehend, gar nicht irgendwie, wie man möglicherweise vermuten könnte, wenn das sowas wie ein Landesherr ist, dass sich da ein Dorf oder eine Stadt drum gebildet hat, sondern eigentlich in nirgendwo. Was euch in dieser ganzen Nirgendwo-Gestaltung auch besonders auffällt, ist, es gibt praktisch keine funktionierende Flora und Fauna mehr hier. Also alles ist irgendwie trist, öd, Bäume abgestorben, alles irgendwie mitgestorben sozusagen mit den Menschen und was auch immer das Himmelsphänomen auslöst, das ist mit ursächlich dafür mit Sicherheit. Und das Schloss, also gut, das ist
eh irgendwie in so dunklen Tönen gehalten. Ihr habt fast das Gefühl, ihr würdet auf so einen Schatten zulaufen, aus dem es heraus leuchtet. Ist an sich aber eigentlich relativ prunkvoll und offensichtlich auch weiter ausgebaut worden. Als ihr näher dran seid, seht ihr auch, dass einige Zombies noch dabei sind, an diesem Ding rumzufuhrwerken, also instand halten, aber teilweise auch erweitern. Also da werden auch Bauten angebaut und ihr seht auch, ihr seid den Bergen auch näher gekommen, die einige Kilometer dahinter losgehen, wo wahrscheinlich die Steine für sowas hergeholt werden aus den Steinbrüchen. Und die Straße führt relativ geradlinig, auf der ihr jetzt gerade seid, auf dieses Schloss zu. Und sagen wir mal, ihr seid noch so einen halben Kilometer entfernt, seht ihr auch, dass sowas wie Torwächterhäuschen aufgebaut sind, rechts und links des Weges, einige hundert Meter vorher. Also wenn ich mir so ein schickes Häuschen bauen würde, dann nicht hier. Naja, ich meine, es hat auch Vorteile. Man muss keinen Rasen mähen, kein Unkraut jäten. Hier gibt es bestimmt auch weniger Einbrecher. Ja. Nur Vorteile. Im Herbst muss man kein Laub wegfegen und im Frühling hast du keinen Heuschnupfen. Nur. Komisch, irgendwie Vorteile. Klingen die Argumente fadenscheinig. Ich guck mal so, was Piet da tut, ob er bei den Häuschen anhalten will, ob bei den Häuschen jemand steht oder ob er einfach weiterfährt. Also wenn ihr jetzt so weiterfahren würdet, da sind halt zwei Wachen rechts und links des Weges, jeweils mit ihr in ihrem Häuschen. Ihr seht aber auch schon auf Entfernung, die sind offensichtlich auch untot. Die hängen da so ein bisschen drin. Piet hebt auch so die Hand und winkt. Und die treten zurück drauf, sehen Peter sitzen, sehen euch auf dem Wagen, drehen sich wieder um, treten wieder rein in ihre Hütte da. Ich tue es auch. Was auch immer das für eine Form von Kommunikation war, ist an euch vorbeigegangen, aber es scheint auch kein Problem gewesen zu sein. Und ihr seid jetzt dem Schloss so nahe, dass sich auch die Straße merkbar verändert. Also vorher war es halt befestigter Weg, jetzt ist es Kopfsteinpflaster. Es poltert deutlich mehr unter euch und ja, irgendwann kommt ihr an einen Punkt an, wo so eine Schranke aufgebaut ist. Jetzt wirklich nichts Weltbewegendes. Man könnte sie selbst wegmachen einfach. Ne? Sie ist nicht abgeschlossen oder so. Aber da bleibt Piet stehen und ja, da ist auch so ein Wendehammer angebracht. Der setzt euch sozusagen so wie vor dem Schloss ab. Ja. Danke, Piet. Dankeschön. Dankeschön, Piet. Ja, gut. Der Rest muss jetzt alleine laufen. Ja, aber wir sprechen jetzt von vielleicht 100 Meter oder sowas und dann seid ihr beim Schlosstor. Ne? Also. Jetzt mal nicht beschwichtigen. Ich habe Lust auf schlechte Laune. Was ist, wo ist Snu? Snu hat sich irgendwann auf Gundels Schulter, man könnte fast sagen, manifestiert. Hi. Hi. Du hast da was. Es ist schön weich und warm. Ja. Ich mag das Brett, das jetzt. Das sagen mir viele Leute. Ich gehe einfach schon mal Richtung Tor. Ja, also vor dem Tor, außen vor dem Tor ist niemand. Ihr habt aber so ein großes, kreisförmiges Metallding, ne? Diese Klopfteile. Haben die einen Begriff? Er fällt mir gerade nicht ein. Türklopfer. Ah, ja, Türklopfer, okay. Aber in überdimensioniert und du klopfst einmal, es donnert auch richtig, als du das Ding loslässt. Und die Tür wird so ein Spalt weit aufgeschoben. Also wir sprechen von so einer 4 bis 5 Meter hohen Holztür, so ein Riesenteil, das dann so ein Stückchen aufgeschoben wird. Und dann steckt so ein Typ den Kopf da durch. Ihr seht, dass auf seinem Hals noch ein zweiter Kopf aufgesetzt ist und du wirst aus 4 Augen angestarrt. Hi. Guten Tag. Hallo. Können wir mit dem Lord sprechen? Ist da oben jemand? Und er zieht die Tür so ein Stück weiter auf. Also jetzt, wo ihr daneben steht, seht ihr halt auch, der eine Kopf ist der Originalkopf und der andere wurde ja an der Seite so aufgeflanscht, aber so ein bisschen schlecht dran genäht. Trotzdem scheinen beide zu funktionieren. Ja, schön. Ich gehe mal rein und gucke mich ein bisschen an. Ja.
erstmal ist es so ein klassischer Empfang im Grunde, ne? Also ihr seht, dass so rechts und links zwei Treppen in einer Bogenform nach oben gehen, nach oben. Ihr seht auch oben so eine kleine Balustrade und sind mehrere Türen auch, die sich abzeichnen oben an der Wand. Insgesamt auch ein sehr offen nach oben, ne? Also bestimmt 10, 15 Meter oder sowas, schwer einzuschätzen in der Dunkelheit. Unten ist das Ganze mit Kerzenlichtern ausgeleuchtet und nach oben verliert sich das ein bisschen bei dem Licht, das ihr jetzt gerade noch habt von draußen. Und dieser zweiköpfige Zombie, der eine Kopf starrt jetzt halt gerade Flachs an und der andere guckt in Richtung der Tür, die unterhalb dieser Treppen, wo die sich oben wieder zur Balustrade treffen ist. Da ist so ein weiteres großes Tor, diesmal nicht ganz so hoch, 3 Meter vielleicht. Er hat keine Hände, also macht er mit der Zunge so. Ich glaube, wir sollen da rein. Ja, okay. Wie kommst du da drauf? Ich kann zweiköpfisch. Das ist praktisch. Ja, das ist total praktisch. 1000 Sasser. Ja, wenn nicht sogar 2000 Sasser. Ich gehe auf die Tür zu. Alles klar, ihr lasst Doppelkopf hinter euch. Die Tür ist auch nicht bewacht. Ihr könnt sie einfach aufschieben. Ihr seht auch, es ist zwar ein Schließmechanismus theoretisch drin, aber sie steht sogar einen Spalt weit auf. Ring? Ja, rein. Ja. Wenn das jetzt Doppelkopf war, kommt jetzt Kart? Könnte man meinen, aber tatsächlich kommt ihr in sowas wie ein Arbeitszimmer. Ihr seht wirklich Deckenhohe in diesem 4,5-5 Meter hohen Raum sind da Bücher aufgestapelt, also in Regale. Und ihr seht einen sehr großen Sekretärtisch, hinter dem ein sehr kleiner Mann zu sitzen scheint. Aber man sieht eigentlich im Prinzip nur mehr oder weniger seinen Hut, der darüber hinwegschaut. Allerdings ist dieser Tisch auch so leicht angeschrägt, ne? Also ihr guckt da so von hinten so ein bisschen drauf. Davor sind auch Stühle aufgereiht und ihr seht so ganz kurz so, schreibt er mit einer Feder irgend so ein Wort, was da unglaublich weit unterstreichen musste offensichtlich. Dann so tupunk in so ein Tintenfässchen rein und dann fängt er an weiter zu schreiben. Abend! Ihr seht, der Spitzhut richtet sich so ein bisschen weiter auf. Dann schiebt sich so eine Gestalt so nach oben. Und du siehst zumindest den oberen Teil eines sehr kindlich wirkenden Gesichts. Der Lord. Der Lord. Ja, ihr seid... Kopak, Gundel, Talia, Flexona, Taliana, ja, Tali. Alles gut. Was ist hier los? Er springt vom Stuhl runter, geht um den Tisch herum und positioniert sich davor. Also ihr seid jetzt im Prinzip so 5-6 Meter von ihm noch entfernt. Und ihr seht die Gestalt von einem sehr jungen Kerl, ne? Also der ist vielleicht so wirklich nur so 12, 13 Jahre alt optisch. Hat so eine klassische Magierrobe an, mit so, also in so einem Schwarzton, mit so. Und sie sieht so ein bisschen so aus wie ein Sternenhimmel. Was dieser Robe völlig fehlt, sind Konturen. Das ist so ein bisschen so, als würde man einfach so einen Nachthimmel auf so einen Greenscreen übertragen. So sieht diese Robe aus. Mit dann halt einem passend dazu gestalteten Spitzhut. Und der schaut euch jetzt gerade an. So ein richtiger Bubi eigentlich. Ihr seid neu. Ja. Komm. Ich bin schon älter. Ich meine neu hier in Agra. Ja, wir sind durch das Portal gekommen. Ihr war das. Verstehe. Okay, und was macht ihr hier? Das wollte ich euch auch gerade fragen. Oder dich? Oder wie unterhalten wir uns? Sehr gut. Es hat geklappt. Hä? Du hast uns hierher geholt. Ja, also wenn ihr von mir wissen wollt, was ihr machen sollt, dann seid ihr ja sowas wie meine Diener. Naja, also ich will jetzt nicht anmaßend sein. Also aber eigentlich wollen wir nach Hause, ne? Also bitte? Wir wollen zurück, weil ich habe einen Beruf, den muss ich ausüben. Ja. Das ist ja noch interessanter. Ihr habt eure Erinnerungen behalten. Zum Teil. Warum sollen die weg sein? Das hat ja noch nie geklappt. Mensch, ich bin ein bisschen beeindruckt von mir selbst.
Na, wenigstens einmal. Bertha Lohrt, ich will ja gar nicht so unterbrechend sein und auch gar nicht so frech, aber wir haben wirklich viele Fragen und wären sehr dankbar, wenn wir Antworten darauf kriegen würden. Aber jetzt gerade entstehen noch mehr Fragen. Okay, das kann ich mir natürlich vorstellen. Kleinen Moment. Er schnipst einmal so und bestimmt 10, 12 Butler-Zombies kommen rein, schleppen einen großen Tisch an, schleppen passende Stühle an, ziehen eine Tischdecke drüber, decken das ganze Ding ein mit heißem Kaffee, Tee, Keksen, Gebäck und Kuchen. Setzen wir uns doch erstmal. Und ich wollte gerade noch sagen, alles, was man vor dem Aber sagt, kann man eigentlich auch weglassen, aber egal. Ja, ich setz mich hin und boah, das ist jetzt gerade voll komplex. Ich glaube, ich habe gerade Gehirnfrost von dem letzten Satz. Aber welchen Teil soll ich denn jetzt ignorieren? Ich setze mich nachdenklich. Kopfschmerz. Okay, du da. Tali hat er dich, glaube ich, genannt. Taliana, ja. Taliana. Okay, du hast scheinbar die meisten Fragen oder zumindest hast du es geäußert. Das heißt, bei dir ist am meisten an Erinnerung zurückgeblieben? Nein. Nein. Ich glaube bei uns allen gleich, aber ich dachte, ich habe so gespürt, dass die anderen bestimmt nach wie vor Fragen haben. Und besonders Kurpak, der hat auch Kopfschmerzen, aber der meinte, er will nicht, dass ich ihm die wegzaube. Aber vielleicht kommt das von den vielen Fragen. Okay, ja, vielleicht. Könnte auch eine Nachwirkung sein mit den Kopfschmerzen. Kannst du die mal beschreiben? Sie werden auf jeden Fall gerade schlimmer. Erzähl doch einfach, was hier passiert. Ja, also ihr seid jetzt hier. Weil das du uns heißt, geholt hast. Ja. Zurückgeholt, müsste man wohl eher sagen. Warum zurückgeholt? Von wo denn? Wir waren doch gar nicht irgendwo und waren dann woanders. Also Norm, ich weiß ja, ihr seid durch das Portal gekommen, richtig? Ja. Von uns gesagt, ja. Übrigens, Gunde, du merkst ja nicht oft Dinge, ne? Aber er scheint bis jetzt Snoo gar nicht wahrgenommen zu haben, obwohl er immer noch offensichtlich auf deiner Schulter sitzt. Ha. Naja, aber er ist auch ein Ninja. Er ist ein Ninja. Und also Snoo starrt ihn auch die ganze Zeit nur an und gibt sich auch gerade anscheinend Mühe, leise zu sein und unauffällig. Also, normalerweise kommen immer nur Bioreste oder Leichen durch dieses Portal durch. Ich weiß nicht ganz genau, wohin das Portal eigentlich führt. Also eigentlich weiß ich gar nicht, wohin es führt oder woher es kommt, müsste man wohl eher sagen. Aber das sind die Dinge, die wir kriegen. Das ist mein Informationsstand. Und dann habe ich gedacht, vielleicht bin ich ja in der Lage, die Portalmagie so zu beeinflussen, weil Portale verbinden ja zwei Orte mit ganz viel Magie sozusagen dazwischen. Gundel, ich versuche das einfach zu erklären, okay? Ja? Ja, dass es sehr vorkommt. Okay, also da ist ein Ort, da ist ein anderer Ort und dazwischen muss man ja hin und her geschickt werden. Und das ist alles Magie. Aha. Ja? Und ich habe versucht, diese Magie so zu beeinflussen, dass wenn jemand da durchkommt und diese Person tot ist, dass die nicht einfach nur als Zombie auf dieser Seite wieder aufschlägt irgendwann oder beziehungsweise erst als Leiche und dann zum Zombie wird, sondern das Ganze vorher zu beeinflussen. Also ich bin ja ich bin ja verantwortlich dafür, dass die ganzen Toten untot sind. Und mein Gedanke war, vielleicht schaffe ich es ja sogar, das frühzeitig abzufangen und dafür zu sorgen, dass jemand gar nicht tot oder untot auf der anderen Seite rauskommt, sondern wieder lebendig. Das heißt, wir sind auf der anderen Seite tot in das Portal reingekommen und du hast gemacht, dass wir hier wieder lebendig sind. Das war mein Gedanke und scheinbar ja. Aber das ist ja Quatsch, weil dann hätten wir ja tot sein müssen, als wir in das Portal gegangen sind. Ja, das hast du gut erkannt. Ja, aber könnt ihr euch denn erinnern, wie ihr durch das Portal durchgekommen seid? Ja, nie. Ja, also manchmal ist das ja ein Zeichen davon, dass man
hinterrücks umgebracht wurde, dass man sich nicht erinnert, wie man gestorben ist. Aber wieso sollte uns jemand hinterrücks umbringen? Das verstehe ich nicht. Wir sind doch so nett. Das verstehe ich auch nicht. Das muss ein Missverständnis sein. Wir sind so nett. Also vielleicht finden wir das ja auch noch irgendwann heraus. Aber erstmal weiß ich jetzt gerade nur, dass ich es hingekriegt habe, Tote wieder lebendig zu machen. Und zwar richtig. Und das ist mir bis jetzt noch nicht geglückt. Gut. Und dann bist du auch noch verantwortlich dafür, dass wir jetzt hier sind. Ist das richtig? Ja. Also dann herzlichen Dank. Bist du sicher, dass wir nicht doch lebendig waren und da dir ein Sortierungsfehler unterlaufen ist oder so? Mir? Ja, also, ich meine, ist es nicht wahrscheinlicher, dass wir ins falsche Postfach gerutscht sind, als dass wir wieder lebendig geworden sind? Naja, aber wenn ihr die Ersten seid, die da lebendig durchkommen? Ich habe immer gedacht, auf der anderen Seite werden Leute reingeworfen, um sie umzubringen und dann kommen sie hier tot raus. Hast du das aus irgendeinem Buch gelernt? Was jetzt? Egal. Das mit der Magie, das überhaupt mit der Magie, das mit dem tot rein, lebendig raus. Ja gut, okay, das ganze Wissen habe ich von diversen Lehrmeistern, unglaublich vielen Büchern, was man halt so macht, ne? Wie alt bist du? Die Frage habe ich mir schon lange nicht mehr gestellt. Also, lange. Viertel vor 12. Oh, dann ist ja bald dein 12. Geburtstag, wenn du Viertel vor 12 bist. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist er älter wie du, weil du bist ja 11. Ja, okay. Ich merke schon, was für eine Gedankenreise das hier wird mit euch. Gut, also Folgendes. Ich habe ja deswegen eigentlich, also ich habe natürlich nach einem Weg gesucht, um Tote oder Untote wieder lebendig zu machen. Das ist mein hehres Ziel. Alle Menschen, die sind gestorben, das ist erstmal schlecht für die Wirtschaft. Könnt ihr euch vorstellen. Und also mein Ziel war ja, dass die Leute, die das Ganze bisher überlebt haben, hier auch irgendwie noch am Leben bleiben. Weswegen ich alle erstmal wiedergeholt habe. Das klappt auch bis jetzt. Das Problem ist nur, irgendwann stagniert so ein System. Es gibt nicht mehr viele Lebende hier. Also, und wir brauchen ja Lebende, damit neue Lebende nachproduziert werden. Könnt ihr euch vorstellen? Ja. Also, weißt du, meistens, um sowas anzukurbeln, also ich weiß nicht, wie sehr wir da von Hilfe sein könnten. Also ich glaube, so ein paar Kerzen und ein schönes Schaumbad, vielleicht was Gutes zu essen und Wein, da müssen dich halben. Ich weiß nicht ganz genau, ob das gerade ein unglückliches Angebot von dir sein soll oder ob, worauf du hinaus möchtest, aber ich denke, dass ich dafür eine Lösung haben könnte, wie wir die Leute wieder zurückholen. Aber das Problem ist, ich kann dieses Schloss nicht verlassen. Warum? Wenn ich diesen Ort hier verlasse, also unter diesem Schloss, beziehungsweise unten im Schloss, ist sowas wie ein sehr starker, wie drücke ich das denn jetzt aus? Ein Arcana-Fokus. Ja, also ein Stein, durch den ich die Energie rausleiten kann. Und wenn ich jetzt von dem zu weit weggehe, verliere ich die Verbindung möglicherweise und dann fallen alle, die untot sind, um. Und ich weiß nicht, ob ich die Energie aufbringen kann, um sie wieder aufstehen zu lassen. Oh, aha. Oh, verstehe. Es war machbar, als die Leute noch nach und nach gestorben sind. Aber wenn jetzt alle umfallen, dann könnte ich sie auch nur nach und nach wiederholen. Und das würde dazu führen, dass wahrscheinlich viele Leute, die noch leben, es dann nicht mehr tun, bis ich das irgendwie wieder hingekriegt habe. Gut. Also wir sollen jetzt rausgehen und die Untoten durch das Portal auf der anderen Seite werfen. Nein. Wie wollt ihr denn das machen? Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Aber Nein. Also ich habe was ganz anderes vor. Und zwar, es gibt ein paar Dinge,
die es in diesem Reich gibt, die mich bei diesem Unterfangen sehr unterstützen könnten. Und ich würde euch sehr gerne anhalten, das für mich zu machen. Bis jetzt konnte ich halt nur Zombies schicken, die sind nicht besonders kommunikativ und in der Regel sind sie auch einfach nicht zurückgekommen. Ich brauche also Wesen, die auf einem höheren Abstraktionsniveau als ein Zombie denken können. Ich glaube, das kommt bei den meisten von euch hin und bei den meisten, ja. Ja, und also ich will ja auch gar nicht beleidigend sein, aber Gunnel, du schaust mich die ganze Zeit so fragend an. Ja, Abstraktionsvermögen. Was? Was ist das? Gut. Wie dem auch sei. Es gibt ja auch noch andere Leute, die Macht haben in diesem Reich, aber die besuchen mich ungerne und die haben vielleicht auch einfach gar kein Interesse daran, dass Dinge sich verändern. Aber warum besuchen die dich ungerne? Das ist so unfreundlich. Das empfinde ich auch so. Ich habe ja auch allen Einladungen per Post geschickt, also per Postuntoten. Ne? Ich habe ihnen Briefe mitgegeben, aber ich habe die Antworten erhalten. So. Aber die Sache ist ja auch die, und ich kann es in gewisser Weise ja auch nachvollziehen. Ich brauche ja bestimmte magische Gegenstände, Artefakte, sonstige Sachen. Gehen wir später darauf ein, was ich eigentlich von euch brauche, aber dass die mir ihre mächtigen magischen Dinge nicht einfach geben wollen, in einem für einen Versuch etwas umzusetzen, an dem sie vielleicht gar kein Interesse haben oder überhaupt einfach nur es jemand anderen in die Hand zu drücken, das kann ich ja auch irgendwie nachvollziehen. Deswegen brauche ich Leute, die in der Lage sind, sie zu überzeugen. Oder anderweitig an die Dinge ranzukommen. Also deswegen brauchte ich Lebende. Also ich war immer gut mit Leuten. Also wenn ich die von was überzeugen wollte, das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Ja, habe ich mitbekommen. Also, ihr versteht mein Dilemma. Ihr versteht hoffentlich auch, was ich von euch möchte. Und ich bin mir relativ sicher, aber ihr werdet vielleicht auch mich verstehen, dass ich euch zurückbringen kann, wenn ihr mir geholfen habt oder wenn sich herausstellen sollte, dass ihr mir nicht helfen könnt. Es kann ja auch sein, dass es ein unmögliches Unterfangen ist. So, also ich verspreche euch Folgendes. Wenn ihr mir die Dinge bringt, die ich brauche und mich bei denen unterstützt, wobei ich eure Hilfe brauche, dann verspreche ich euch, dass ich alles in meinem Rahmen Mögliche in die Wege leiten werde, um euch zurückzubringen. Wenn es aus irgendeinem Grund unmöglich werden sollte oder sein sollte, generell auch dann, wenn sich das herausstellt. Aber das biete ich euch leider, weil ich euch brauche erst dann an, wenn ihr es versucht habt. Ein kleiner Fingerschwur, dass wir zurückkommen? Ja, kleinen Fingerschwur. Wenn das in eurer Region ein Zeichen des Treueschwurs ist, von mir aus, ob das... Mächtiger magischer Pakt. Mächtiger magischer Pakt. Wie heißt ihr überhaupt? Jürgen. Naja, also hier nennen mich die Leute alle den Lord, aber eigentlich heiße ich Kelvin. Kelvin. Okay, Kelvin. Kleiner Fingerschwur? Also wir können das gerne mit dem kleinen Fingerschwur machen, nur kommt es jetzt wirklich für dich darauf an? Ja, wenn du sagst, du versprichst uns dann, dass wir dann nach Hause können. Also Gundel hat auch den kleinen Fingerschwur geschworen, dass sie mich auf ewig beschützt. Auf ewig. Auf ewig. Und okay. Das hat geklappt bisher. Also ich finde das schon wichtig. Ich weiß nicht, findest also du ich das meine, witzig? Flexi, findest du das witzig? Ich finde das sogar wichtig. Ich meine, das hat bei uns ja funktioniert, wie man sieht, sogar über den Tod hinaus. Ich meine, also ich wusste gar nicht, dass ich so gut bin, aber hey. Ja, wenn euch das so wichtig ist, dann von mir aus auch ein kleiner Fingerschwur. Ja, kleiner Kelvin, wie sieht's denn aus? Ich meine, wenn wir die Zombies wieder lebendig gemacht haben, dann ist ja immer noch hier dunkel und das ist ja noch das andere Problem. Ja, das verhungern die ja alle schon wieder. Ja. Das natürlich ist das richtig. Das ist auch ein Problem. Aber ich kann ja auch nur ein Problem nach dem anderen lösen. Wäre es nicht sinnvoll, die Probleme in einer anderen Reihenfolge zu lösen? Okay, weiser Mann. Dann erzähle mir doch, wie wir das Problem lösen.
Dann bin ich hier der Magier oder was? Woran naja, ich Interesse habe, ist, wie sieht es eigentlich mit einer Aufbesserung meiner Rente aus, wenn wir jetzt schon hier über Aufgabenverteilung reden? Ja, also wenn es euch jetzt hinterher einfach nur darum geht, dass ihr irgendwie mit Reichtümern nach Hause geht, dann ist das wohl das geringste Problem. Nur. Und wenn ich schon auf der anderen Seite ankomme, wo ich vorher angeblich tot war, dann würde ich gerne da lebend ankommen. Das ist wirklich ein guter Punkt. Ja. Naja, ich kann euch nicht durch dieses Portal zurückschicken, weil das ja nicht funktioniert. Aber ich kann ja rausfinden, wo ihr herkommt und euch auf andere Weise dahin schicken. Und also ich habe es jetzt nicht vorgehabt, euch tot zurückzuschicken. Ja. Nicht vorgehabt, schwappe. Na gut, also ich will ja gar nicht so sein. Ihr wollt das auch alle machen anscheinend, dann also machen wir das halt. Ist jetzt irgendeiner von euch in der Zwischenzeit nochmal gestorben? Nein. Okay, also ich kann jetzt nicht ausschließen, was passiert, wenn ihr sterbt. Ob ihr dann sofort wiederkommt, ob ihr als Untoter wieder aufersteht, das kann ich euch nicht versprechen. Ich kann aber gerne versprechen, dass ich euch versuche, lebendig wieder zurückzuschicken. Auch per kleiner Fingerschwur. Das wäre ein Anfang. Also ich meine nicht den kleinen Fingerschwur, sondern den Rest. Die Rente. Aber der kleine Fingerschwur ist wichtig für das mit dem lebendig und für das mit, die Rente, mit der Rente. Sorry. Okay, wir machen Folgendes. Ihr überlegt euch einfach, vielleicht während ihr meiner ersten Aufgabe nachgeht, was ihr alles so für Vertragsbedingungen habt. Schreibt mir das auf, dann machen wir einen heiligen kleinen Fingerschwur und mit ganz viel Tamtam, wenn ihr wollt, und dann machen wir das so. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, das sollten wir genauso tun, als ob irgendein Vertrag irgendwas ändern würde. Was ändern ganz viel. Verträge sind magisch. Ja, Verträge sind total magisch. Was ist denn jetzt die erste Aufgabe? Also das Erste, was ich von euch brauche, das ist das... Wie erkläre ich das jetzt? Es ist ein Artefakt einer Naturgottheit. Ich nenne es, also ich habe es so in den Büchern gefunden, dass es eigentlich so bezeichnet wird, als das goldene Erntehorn Gaias. Und dieses Erntehorn, das ist zum einen in der Lage, schlecht bestellte Äcker, ne? Also ihr versteht, das hat auch was mit dem Problem über uns zu tun, mit dem Himmel, wieder aufzufrischen, dass dort Dinge wachsen können. Und zwar sind diese Sachen sehr resistent gegen sehr schlechtes Wetter und alle möglichen Dinge. Es wächst auch sehr schnell. Und das möchte ich eigentlich haben, um zum einen dafür zu sorgen, dass wir diese ganze Agrarproblematik, die wir haben, ein bisschen verbessert wird. Zum anderen soll dieses Getränk aber, also ist das Horn auch in der Lage, ein Wasser abzugeben, das getrunken, eingeflößt oder irgendwie sonst wie über den Körper gekippt, notfalls auch Mangel an Körpern behebt. Und da ich bereits herausgefunden habe, dass die klassische Heilmagie sehr schlecht anspringt auf Untote, ich weiß nicht, ob ihr damit schon Erfahrung gemacht habt, brauche ich erstmal einen, also schlage ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn das funktionieren sollte. Ich kann die immer defekter werdenden Untoten reparieren, die ich ja, also ich meine, stellt euch mal vor, ich würde sie wirklich alle ins Leben zurückholen, aber sie wären so demoliert, wie sie sind. Das wäre echt schlecht für mich. Dann wären die schnell wieder tot. Ja. Ja? Das heißt, das Erntehorn hat gleich zwei große Vorteile. Es hilft den Leuten, die noch leben, und es hilft auch denen, die es noch nicht tun. Das Problem ist, dieses Erntehorn darüber, ich weiß nicht, ob man sagen kann, wacht. Also es ist im Besitz eines Zyklopen. Und dieser Zyklop will das natürlich nicht hergeben. Hast du ihn denn schon gefragt, Nick? Ja, ich habe ihn gefragt. Sind Zyklopen sehr groß? Das klingt nach einem mächtigen Wort.
Ja, sind sie. Also Zyklopen zählen zu den Riesen, auffällig und schwer zu verkennen an dem einen Auge in der Mitte. In den meisten Fällen eigentlich eher einfältig, diese allerdings nicht. Da schließe ich mich mal hier an. Ist der denn gefährlich? Naja, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr mit Riesen gemacht habt, aber stellt euch jetzt einfach mal einen dieser unglaublich starken, großen Riesen vor, mit dem Intelligenzquotienten eines höheren Magiers. Das hört sich sehr gut an. Sehr machbar, sehr. Und er will dir das Horn nicht geben. Also nein, ich vermute, dass er es schlichtweg wirklich für sich selbst haben möchte. Über die Gründe haben wir aber nicht gesprochen, da er mir ja nicht geantwortet hat. Sir Lord Kelvin, es tut mir sehr leid, aber ich muss sagen, wir sind leider für diese Mission nicht zu gebrauchen, weil ich habe zu viel Angst. Ich bin ja da und ich. Nein, ich schließe mich hier an. Ich finde es nicht gut, dass wir über Leute urteilen, die zum einen nicht hier sind und zum anderen wegen ihrer Körpergröße. Ich finde das nicht freundlich. Ich meine, vielleicht ist er super freundlich und hat das nur mit dem Zombie nicht so. Keine Ahnung, vielleicht hat der Zombie auch. Hast du mich mal angeguckt? Ich bin sowas wie ein Anti-Riese. Ja. Ja. Aber Gegensätze ziehen sich da ja vielleicht auch an. Also, Flaxi, geh du doch mit Gundel und Kurpack und ja, ich betrachte den Sternenhimmel hier. Ich helfe dir dabei. Ich zieh dich so ran. Ach, Talib, ich kann doch gar nicht auf dich aufpassen, wenn du hier bist. Gucke mal. Über den Tod, durch ein Portal und noch viel weiter. Aber versprichst du mir wirklich aufzupassen, auch wenn ich ganz viel Angst habe und der Zyklop vielleicht doch ganz böse sein sollte? Auf jeden Fall. Wie auf meinen Augapfel. Kleiner Fingerschuhe? Kleiner Fingerschuhe. Lordi? Ja, also er steht da die ganze Zeit und schüttelt so ein bisschen den Kopf. Er guckt auch immer wieder so ein bisschen verzweifelt zu Kurpak rüber. Lordi? Ja, ich höre dich. Hallo, ist da jemand? Ja? Also, gibt es denn irgendwelche Informationen über diesen Clubstar? Ja, also er ist ein Riese. Er ist groß und er ist schlau. Und sonst noch was? Er wohnt in einem gewaltigen Turm. Gewalttätigen Turm? Nee, nur sehr groß. Ah, so. Und ich weiß nicht, was wolltet, also. Hat er Schwächen, Stärken? Allergie oder sowas? Was erwartest du denn für eine Persönlichkeit von jemandem, der unglaublich stark und unglaublich schlau ist? Alles. Wenn er unglaublich schlau ist, ist er wahrscheinlich nett. Ich habe anderes gehört. Scheibenradig. Alles wird gut. Aber wenn er in einem sehr hohen Turm lebt, dann hat er vielleicht Interesse daran zu handeln. Wir haben etwas, was er definitiv braucht. Eine Sturzversicherung. Fast. Eine Blitzschlagversicherung. Da hat Gundel auf jeden Fall recht, ja. Ja. Ich versuche, es ist wert. Wir gehen jetzt dahin und verkaufen einem Zyklop in einem hohen Turm eine Blitzschlagversicherung. Warum nicht? Aber die Grundidee ist ja gar nicht so verkehrt, ihn auf die Art und Weise erstmal in ein Gespräch zu verwickeln, ja. Ja. Sag mal, Flax, du bist doch jetzt nicht so das Groß. Ja, hast du es auch schon gemerkt. Ist mir aufgefallen. So nebenbei. Guck mal, der Zyklop ist doch ziemlich groß und hat nur ein Auge. Ein ziemlich großes Auge und der sieht dich doch gar nicht. Der kann, weißt du, die großen Augen können die kleinen Dinge gar nicht so wahrnehmen.
Er hat auch sicher Probleme mit der tiefen Wahrnehmung. Grundel! Was? Wo kam das jetzt her? Aus meinem Mund. Wo denn sonst her? Ah, okay, Tiefenwahrnehmung. Grundel. Wir gehen jetzt dahin. Grundel kauft ihm die Blitzschlagversicherung. Und dann schauen wir zwei einfach mal, ob wir das Horn irgendwie da rauskriegen. Ja. Mir fällt da schon was ein. Ich mach dich unsichtbar oder so und dann. Ja. Ja? Ich kann euch sowieso nicht hängen lassen. Keine Angst, Flexi. Wenn du dir dabei einen Fingernagel brichst oder so, kann ich dich heilen. Habe ich gesehen. Weißt du, es gibt eine Sache auf der Welt, vor der ich Angst habe. Und das sind extrem große. Ja. Monsterlebewesen. Witzig, das sind bei mir die extrem kleinen. So unterschiedlich sind die Leute. Ja. Hast du Angst vor mir? Wo ist so denn jetzt? Wo müssen wir denn hin? Also da das innerhalb dieses Reiches ist, kann ich euch doch einfach per Portal hinschicken. Das geht jetzt wirklich von jetzt auf gleich, wenn ihr möchtet. Das ist schön. Sind danach wieder tot? Nein. Okay. Gibt's hier übrigens noch mehr so sprechende Tiere wie ihn da? Psst. Der nimmt mich immer als Tier. Unhöflich, sie als Tier zu bezeichnen, das ist sie nun wirklich nicht. Ja, das finde ich jetzt auch sehr unhöflich. Ja, ich auch. Snoo sitzt noch bei ihr auf der Schulter. Ja, ja. Ich trete ihm ans Schienbein. Ja, ich, ja, ist vielleicht etwas unhöflich. Ja, dann einmal Portal bitte. Okay, Mitternachtsbesuch, alles klar. Er schnipst einmal und wenige Meter neben euch materialisiert sich. Es erinnert euch ein bisschen, also gerade dich, Kurpak, daran, was du bei den Zombies gesehen hast. Es zieht sich so ein kleiner Faden aus dem Boden, so ein magischer, und dann spinnt sich wie so eine Rankenpflanze kreisförmig einmal hoch und ein orangenes Portal erscheint. Orange, das kann nichts Gutes bedeuten. Die sehen hier meistens so aus. Ja, orange sind die gefährlichen. Kennst du doch von Ampeln? Was ist eine Ampel? Gut, aber das führt euch jetzt vor seinen Turm. Rein komme ich leider nicht mit den Portalen. Ja, das wäre ja auch unhöflich. Sollte auch ausreichen. Auch das. Aber er hat es halt gesichert, ne, mit seiner Magie. Dann gehen wir durch das Portal durch. Alles ja. Klar. Ihr lauft durch das Portal, Flax hat ja eigentlich noch geäußert, das sind die gefährlichen. Als ihr durchlauft, habt ihr so einen etwas orangigen Geruch in der Nase, aber auch so ein bisschen beißend. Ihr könnt gar nicht so richtig ausmachen, woher das kommt. Und also so ein bisschen bitter. Und als ihr da durchschreitet, also er hat euch wirklich sehr unmittelbar vor diesen gewaltigen Turm dahin gehauen. Ne? Also wenn ihr euch vorstellt, dass halt so ein Zyklop 5-6 Meter groß ist, dann ist natürlich alles hier gewaltig und dieser Turm ist dementsprechend ein absoluter Koloss und nochmal höher als das Schloss, in dem ihr gewesen seid. Weil es halt nun mal auch in die Höhe gebaut ist. Das Tor ist wow, ne? Also 10 Meter oder sowas. Und was an dem Tor etwas irritierend ist, auf den ersten Blick, aber möglicherweise einfach Folge der ständigen Problematik. Es gibt mehrere von diesen Türklopfern in verschiedenen Größen, auf verschiedenen Höhen. Boah, das ist aber total nett eigentlich. Das ist ja schon so Accessibility praktisch für andere Spezies. Gut, ich guck mal hoch, ob uns schon irgendjemand bemerkt hat. Steht der Turm denn alleine oder gibt es hier noch Behausungen? Also, wenn du dich jetzt einmal umschaust, siehst du, dass dieser Turm
insofern sehr alleine steht, als dass ja, also wenn du dich umschaust, hast du so den Eindruck, als seid ihr sozusagen in der Mitte eines Vulkankraters, eines stillgelegten Vulkans, zu dem dann aber so auf einzelnen steilen Säulen dann so ein Weg rüber gebaut worden ist in die Mitte dieses Kraters. Und da ragt dann halt hoch aus Stein erst eine Säule und obendrauf ist dieser Turm gebaut. Also architektonisch eine Katastrophe, aber irgendwie wird die Magie schon dafür sorgen, dass das Ganze stabil bleibt. Gut. Ich klopfe einmal ganz leise an die Tür und sag dann, keiner da. Okay, wir können wieder gehen. Ich nehme euch beiden so hinten am Kragen, so stopp. Und ziehe euch so langsam zurück. Lege flachsern da die Hand auf die Schulter und mach uns unsichtbar. Okay, alles klar. Würfeln? Nicht würfeln? Ja, das könnte so eine Würfelsituation sein, ja. Ja, hervorragend. Klappt. Klasse. Okay, alles klar. Ja, alle vier dann, oder? Nein, nur wir zwei und dann kann Gondel mal klopfen und ihre Versicherung verkaufen. Ist Nu noch auf meiner Schulter? Ja. Ich bin ein Ninja. Er hat mich nicht bemerkt. Das ist so beeindruckend. Du bist so beeindruckend, Nu. Ich habe nicht gelogen. Das ist der Wahnsinn. Ich wollte es ja vorher nicht sagen, ne? Aber ihr kennt das schon mit diesen mächtigen Magiern, für die man dann irgendwie Gegenstände besorgen soll. Dann sind sie angeblich gut und haben sie alle Gegenstände und plötzlich besteht das Leben nur noch aus Zombies oder sowas. Ehrlich? Du verarschst nur, du kannst doch Gedanken lesen. Ja, seine konnte ich nicht lesen. Oh, Mist. Flaxi, warum sagst du das nicht direkt? Du weißt doch, man kann mich vielleicht ein bisschen leicht hinters Licht führen. Aber nur manchmal auch ein bisschen. Nein, jetzt, jetzt habt ihr ja auch schon diesen kleinen Fingerschwur gemacht. Nee, noch nicht. Wir haben den Vertrag noch nicht aufgesetzt. Aber hatten Talia und er hat sie nicht schon... Taliana heißt. Taliana, Entschuldigung. Also, dass er uns zurückbringt, aber die genauen Konditionen haben wir noch nicht ausgehandelt. Ist ja auch egal, oder? Also, der hat ja schon eigentlich logische Sachen erzählt, glaube ich. Ja. Können wir jetzt klopfen? Ja, Moment. Ich kusche so in meinen Taschen rum und hole so ein total zerkrumpeltes Stück Papier raus. Und guck so oben in die Ecke und ihr seht, dass auf jeder Ecke von diesen Papieren, die ich da rausgezogen habe, ein Symbol drauf ist. Und jetzt hole ich mir eins mit einem Blitz. So, das ist die richtige. Okay, soll ich klopfen? Ja. Und ich fasse all meinen Mut zusammen und nehme den Türklopfer an die Hand und klopfe einmal richtig heftig dagegen. Okay, praktisch. Im selben Moment, als der die Tür berührt, platzt die so ein Stück auf. Es kommt von innen so ein Windstoß, der sie auch so ein Stück weit aufbläst. Und ihr hört so eine Echo-Stimme. Wer da? Ich schiebe Flaxon da vor mir her. Wir gehen also schon mal rein. Ja, du spürst einen gewissen Widerstand. Ja, ich schiebe einfach weiter. Ja, schaffst du. Guten Tag, der Herr. Wir kommen von Mario Marionelli und möchten Ihnen ein Angebot machen. Weil, wissen Sie, Sie haben einen sehr, sehr schönen Turm hier. Es wäre doch wirklich schade, wenn dem was passiert. Du hörst von innen so ein von sehr schweren Füßen, die auftreten. Sie sprechen da mit meinem Türklopfergeräusch. Also, ja, dieser riesige Zyklop taucht jetzt vor dir auf. Das ist sozusagen ein Klingelgeräusch gewesen. Es ist aber ziemlich praktisch, weil dann hören Sie ja theoretisch schon mal grundlegend, was jemand möchte. Alles klar. Sie vier gehören zusammen und du guckst so kurz zur Seite, Gundel, und du merkst, dass die beiden zwar so sich bewegen, als wären sie unsichtbar, was nicht sind.
Ja, genau. Okay, verstehe. Nee, nicht wundern, sie hätten ruhig unsichtbar bleiben können, aber das ist so ein antimagisches Ding hier. Also, das löst die meiste Magie erstmal auf, wenn man über die Türschwelle tritt. Das ist sehr praktisch. Ja, also man möchte ja nicht überrascht werden. Hinterher schickt einem hier noch einer ein Portal rein oder sowas. Ja, das wäre ja wirklich unangenehm, vor allem wenn man seine Ruhe haben möchte. Ja. Ja. Jetzt müssen Sie mir aber doch nochmal erklären, was Sie mir da unterbreiten wollen. Aber sicher. Also, mein Name ist Gundel. Das hier ist meine Assistentin Taliana. Mhm. Und wir möchten Ihnen eine Versicherung anbieten. Mhm. Okay. Sie haben hier diesen schönen Turm. Ja, also um das Bild nochmal ein bisschen für euch abzurunden. Da steht jetzt dieser 5-6 Meter große Zyklop in einem Smoking. Völlig overdressed für diese Situation. Mit einem Monokel. In Hose an. Das steckt allerdings jetzt gerade noch so in seiner Tasche. Und der zieht das jetzt so raus, als du ihm den Vertrag hinhältst, um da drauf zu schauen. Wenn Sie möchten, können Sie sich übrigens da vorne irgendwo hinsetzen. Und da sind so mehrere so kleine Tische irgendwie aufgebaut für Gäste, die sich dann dahin platzieren können. Oh, in verschiedenen Größen. Wie gut Sie mitgedacht haben. Das ist ja wirklich ganz zauberhaft. Okay, was habe ich denn jetzt hier? Und er fängt dann so an, auf diesem winzig kleinen Blatt Papier mit seinem Monokel so hin und her, um das irgendwie scharf zu stellen. Also wir haben festgestellt... Oh, bitte, Talia. Nein, alles gut, Gundel. Ich wollte dem werten Herrn... Wie ist Ihr Name? Helios. Dem werten Herrn Helios anbieten, dass du, Gundel, super darin bist, diese Versicherung auch zu erklären. Du bist ja... Fachfrau, eine wahre Expertin dafür. Niemand verkauft so gut Versicherungen, wie ich das tue. Gut, ich möchte jetzt mal einräumen, dass Sie aus genau dem Grund auch hergekommen sind. Es wäre ja irgendwie albern, wenn Sie das jetzt nicht könnten. Ja, sicher. Also, um das zu erklären, Sie haben hier diesen wunderschönen Turm. Ja. Und Sie haben hier sehr viel schlechtes Wetter. Ja. Und diese Versicherung, wenn Sie die unterschreiben und einen gewissen Betrag an meinen Chef überweisen, dann haben Sie den Vorteil, dass der Blitz nicht mehr in Ihren Turm einschlägt. Aber ich will doch, dass Sie hier einschlagen. Warum denn das? Naja, weil ich die Blitzmagie untereinander dafür nutzen kann, dass verschiedene Dinge hier im Gebäude funktionieren. Nein, also... Wow, also sind Sie so eine Art Wissenschaftler oder Handwerker? Auch. Wow, das ist total faszinierend. Unglaublich. Also ich habe hier auch noch andere Sachen. Wenn ich kurz... ich habe noch eine... Leider sind mir meine Unterlagen abhanden gekommen, als ich hierher gekommen bin. Aber ein paar habe ich noch. Ich habe noch die... Also er ist inzwischen so fixiert auf dieses Gespräch, dass er es übrigens doch nicht mehr mitkriegen würde, wenn er jetzt einfach weggehen würde. Ja. Ja, dann tun wir das. Wir gehen einfach weiter und gucken uns den Turm mal um. Okay, also unten hat der Turm so einen, wie gesagt, so einen Empfangsbereich und es gibt unten, also auch hier ist so ein bisschen darauf geachtet worden, es gibt immer so kleine Türen, größere Türen für verschieden große Gäste-WCs zum Beispiel und sowas, ne, je nachdem, was man da so gerade braucht. Das und auch ja, Zugang zu einer Küche und ja, Treppen. Und diese Treppen sind auch so gebaut, dass immer so ganz am Rand zur Wand hin sind die immer sehr klein. Und dann gibt es eine nächste Reihe Treppen, die parallel läuft, die ein bisschen höher ist und immer so weiter, sodass man so in verschiedenen Körpergrößen hier hoch und runter laufen kann, ohne sich die Beine zu brechen. Macht aber eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck, der Typ, finde ich. Ja. Wenn wir ihn ganz lieb nach dem Horn fragen, glaubst du, er gibt uns das? Nee. Nee. Trotzdem irgendwie nett. Ja. Also die Option ist, ganz lieb nach dem Horn fragen und wenn das uns nicht gibt, ihn umbringen. Was uns, glaube ich, vor einige Probleme stellen könnte. oder wir holen uns das auch einfach.
Wollen wir gucken, wo wir es denn finden? Wo würdest du, wenn du ein 6 Meter großer Zyklop wärst und so einen schönen Turm hättest, das Horn verstecken? In einen Hornraum? In einen Hornraum. Eine hervorragende Idee. Und wer so ein Hornraum? Vielleicht kann man es riechen. Vielleicht kann man es riechen. Habe ich das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt hier Magie wirke, dass die wieder nicht funktioniert? Oder? Du spürst auf jeden Fall die ganze Zeit, dass irgendwie so eine Form von Unterdrückungsmagie hier unten im Erdgeschoss zumindest zu sein scheint, dass man hier jetzt nicht einfach mit Magie einbrechen kann. Gut, dann gehe ich einfach mal die Treppe hoch. Okay. Und schleife ihn. Ja, ich bin jetzt mittlerweile sehr neugierig geworden, habe das auch schon vergessen, dass der Typ da ist, eigentlich so ein bisschen. Ja, ich komme jetzt einfach mit. Ist ja auch weiter weg. Genau, der ist ja unten, wir sind oben, alles gut. Von oben sehen Zyklopen sowieso viel kleiner aus. Ihr lauft also eine Weile weiter nach oben, kommt an verschiedenen Räumen vorbei. Also er hat so ein Arbeitszimmer, ein Bibliothekszimmer, eine Art Forschungszimmer und auch sowas wie eine Werkstatt auf einer Ebene. Und was halt ansonsten völlig fehlt, sind irgendwelche anderen Personen. Er scheint hier wirklich ganz alleine zu sein. Oh. Ansonsten gibt es noch Schlafzimmer und alles mögliche. Also alles, was halt so ein Magierturm bräuchte, ne? Ja. Kannst du mit den anderen sprechen? Irgendwie so mental? Ich kann mental mit denen nicht sprechen, weil unten die Magie unterdrückt wird. Hier oben sieht es, glaube ich, aber anders aus. Ich guck mal, ob oben die Magie funktioniert. Mhm. Gut, dann würde ich mal meine magischen Finger ausstrecken und gucken, ob ich irgendwo ein magisches Horn finden könnte. Interessanter Zauber. Okay, also du möchtest einen Aufspürzauber wirken, ja? Ich wirke einen Aufspürzauber, um ein Horn zu finden. Alles klar. Ich würfel mal. Ja, ja. Ja, gerade so geschafft. Okay. Also ja, es gelingt dir, aber du stellst fest, dass der Gegenstand im Erdgeschoss zu sein scheint, in der Küche irgendwo. In der Küche. Wir sind wieder beim Riesen im Gespräch. Also die Damen, was genau habt ihr mir gerade angeboten? Also die Betonfußversicherung. Das ist eine ganz typische Drüsenkrankheit. Bei der schwitzen die Füße praktisch Beton aus. Und wenn sie dann in der Nähe des Wassers sind, kommt es ganz furchtbaren Unfällen. Aber warum geht man dann in die Nähe des Wassers? Ich weiß nicht, ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht härtet es dann auch erst bei Kontakt mit Wasser aus. Ich kann Ihnen das auch nicht genauso erklären. Aber Sie müssen das so sehen. Also Gundel hat mir das mal so erklärt. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Fuß schwitzt die ganze Zeit Beton. Und das ist wirklich unangenehm, weil Beton ist ja auch viel zu groß, um durch die Poren zu kommen. Und Ihr Fuß ist so groß, wissen Sie? Also das ist nicht beleidigend gemeint, aber Ihr Fuß ist wirklich groß. Stellen Sie sich den Schmutz vor, den Sie hinterlassen, bis diese Sache geklärt ist. Die Fußabdrücke überall. Gibt es denn dokumentierte Fälle, wenn das Riesen diese Problematik überhaupt entwickeln? Das ist ganz weit verbreitet. Das ist tatsächlich weit verbreitet. Ich habe das auch schon speziesübergreifend gesehen. Auch wenn ich zugeben muss, bei einem Riesen genau jetzt nicht, aber bei doch, doch, Gundel, ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass das auch bei Riesen war. Ja. Wir haben doch mal ausführlich über diese Versicherung gesprochen. Erinnerst du dich? Ich hatte auch überlegt, ob ich die abschließen sollte. Ja, 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 ich erinnere mich. Ja, also ich finde es immer nützlich. Wir haben aber auch noch, ich habe auch noch die Nagelhandversicherung. Das ist Haushaltsunfälle, die ständig passieren. Man läuft durch den Haushalt, fasst irgendwas an und schwupps ist die
Hand am Küchentisch festgenagelt. Das passiert, ist ganz furchtbar. Ja, das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Ja. Ja, das ist wirklich unangenehm. Das war unangenehm, das stimmt. Aber wie hätte denn die Versicherung mich jetzt davor schützen können? Versicherung, wenn sie die unterschreiben und bezahlen, dann ist das wie eine Art Schutz gegen dieses Ding, was sie ihnen, also gegen das sie sich versichern. Eine Art Talisman. Ja, es ist eine Versicherung, dass das nicht passiert. Das ist wie so ein offizieller kleiner Fingerschwur, falls Ihnen das was sagt. Aber Sie sind ja auch, Sie haben ja, wie ich sehe, hier sehr viel wichtige Möbel und wahrscheinlich auch Gerätschaften, nicht wahr? Also wir haben auch noch eine Versicherung gegen spontane Mobiliarauflösung. Die ist auch sehr weit verbreitet. Während Gundel so weiter erzählt, Taliana, du hattest ja gerade die Sache mit dem kleinen Fingerschuh ausgesprochen, dann fällt dir auf, der hat nur 4 Finger an den Händen. Dem fehlt nicht mehr keinen kleinen Finger. Oh, wie unangenehm. Deswegen hat er dich auch etwas irritiert angeschaut, als du davon gesprochen hast. Okay. Wenn Gundel zwischendurch mal eine Pause macht, möchte ich ihn so entschuldigend anschauen, so Mr. Zyklop, Helios meine ich, ich wollte Sie nicht beleidigen, es geht auch der Ringfingerschwur. Schauen Sie, hier. Ah ja, verstehe. Also ehrlich gesagt bin ich mir bis jetzt, also das klingt total toll, was Sie da erzählen, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, dass ich das brauche. Ich will ja gar nicht unhöflich sein, aber das klingt nicht nach etwas Sinnvollem für mich. Wirklich? Also diese spontane Mobiliarauflösung? Ich meine, ich bin schon in Haushalte gekommen, da war ja außer dem Boden praktisch nichts mehr da. Und ich meine, Sie haben hier schon einen so schön eingerichteten Turm. Wäre wirklich schade, wenn er hier was verschwinden würde. Also, Frau Gundel, ich will ja gar nicht unhöflich sein, aber das klingt ja dann doch irgendwie eher nach einem Einbruch. Nein, dann wäre es ja eine Einbruchsversicherung. Ja, also ist denn eine Einbruchversicherung mit inbegriffen in dieser Spontan? Gottes Willen. Das können wir sicher mit aufnehmen. Ja, da bin ich mir auch relativ sicher. Wir switchen wieder zu den anderen beiden rüber. Ihr seid die Treppe jetzt wahrscheinlich wieder runtergelaufen. Ja. Okay, kommt auch in der Küche an und ihr seht, die Küche ist anders als das meiste andere, was ihr bis jetzt hier gesehen habt, eher ein Schlachtfeld. Ne, also da scheint er nicht besonders viel Wert drauf zu legen, dass es hier ordentlich ist. Es gibt alles Mögliche, aber es sind auch wirklich Berge an gigantischen Tellern und allem Möglichen hier aufgestapelt von Dingen, die er gekocht hat. Was dir auffällt ist, er scheint in irgendeiner Art und Weise sich sowas wie vegetarisch zu ernähren. Also du bist dir nicht ganz sicher, aber was du überhaupt nicht siehst, ist irgendwie Fleisch. Ja, schön. Das Horn suche ich. Ja. Das Horn, dein Aufspürzauber hatte ja verraten, dass es hier unten in der Küche ist. Und er blinkt auch an einer Stelle. Allerdings siehst du, dass das in einem verschlossenen Schrank zu sein scheint. Das ist aber kein Problem eigentlich. Ja, gut, Flaxe da, mach mal auf. Sag ruhig Flexi. Flexi, mach mal auf. Okay, wann hast du denn das letzte Mal ein Schloss geknackt, das so ungefähr einen Meter hoch ist? Also ich meine, da kannst du im Prinzip reingehen schon fast. Ja, super, dann gehe ich einfach durch das Schlüsselloch. Mhm. Schloss knacken kann ja vieles bedeuten, ne? Ja, natürlich. Gut, du läufst durch das Schlüsselloch durch, also musst dich schon ganz schön quetschen, aber du kommst auf der anderen Seite raus und es ist erstmal ziemlich dunkel. Licht wäre nicht schlecht. Ich lila Kugel und reich die so da rein. Mhm. Danke. Okay, also du reichst die Kugel rein, drinnen wird es deutlich heller und
Du bist ja relativ sicher, Flexi, dass du das richtige Horn gefunden hast. Du bist dir nur nicht so ganz sicher, wie du das hier rauskriegen sollst, weil das ist doppelt so hoch wie du, ne? Also das ist schon ein ganz schön gewaltiges Ding. Das Viech ist ganz schön groß. Ich muss jetzt doch das Schloss aufmachen. Warte mal, diese Dinger kann man doch bestimmt einfach umlegen und ich versuche mal irgendwie diese, weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, diese Zusammenbleiben im Schloss zu bewegen. Lieber hast du das Schloss knackt. Okay, während du da rumfummelst, wir springen einmal wieder kurz zu den anderen zurück, merkt ihr, dass er irgendwie abgelenkt zu sein scheint. Er trägt so ein, man hat es jetzt die ganze Zeit gar nicht so richtig gesehen, aber jetzt seht ihr es, weil es wie so einen grünen Impuls gibt unter seiner Kleidung, unter dem Hemd, das er trägt, pulsiert so eine Kette etwas, durch die sich dann vom Licht her sowas wie ein Schlüssel abzeichnet. Und er schaut, wo sind denn noch einmal ihre beiden Freunde? Das weiß ich nicht, die sind wahrscheinlich austreten. Das sieht sehr danach aus, als würden sie gerade in meiner Küche austreten. Ich gehe da mal einmal nachschauen. Und er latscht los. Gundel, sag ihm das mit der Einbruchversicherung. Wenn er die hätte, wäre das nicht passiert. Du bist so klug. Sehen Sie, deswegen brauchen Sie eine Einbruchsversicherung. Ich könnte Ihnen da was aufsetzen. Natürlich. Er wedelt so mit der Hand und geht weiter in Richtung Küche. Flaxi, du kriegst es jetzt nicht sofort mit, aber Kurpak, du hörst diese Schritte, die der Tür sehr schnell näher kommen. Ich mach das Licht aus, sage einmal Psst! Und stell mich irgendwo hin, wo man mich nicht sehen kann. Okay, alles klar. Tür wird aufgerissen, Licht fällt rein. Schnipst einmal und überall im Raum verteilen sich so bestimmt 10, 15 verschiedene kleine leuchtende Kugeln, die er losgeschickt hat, die alles ausleuchten. Sieht euch aber dementsprechend auch nicht sofort. Dann greift er unter sein Hemd, zieht diesen Schlüssel raus, steckt in das Schloss rein. Oh, stopp, da möchte ich ganz kurz reagieren. Ich verstecke mich im Horn. Pass ich da rein? Alles klar. Okay. Mach das auf. Sieht sein Horn da drin? Das ist eine sehr schöne Küche. Nicht wahr? Ja. Greif nach dem Horn, zieht's einmal raus. Ha. Komisch. Ich gehe, er ist ja voll im Schrank, konzentriert sich drauf. Ich gehe jetzt einmal hinten rum, sodass ich im Prinzip dann wieder neben Gundel stehe. Mhm. Das ist aber ein schönes Horn. Ah, ja. Warst du Pinker? Ja. Habe ich mir gedacht. Okay, und wo ist Ihr Freund? Der ist noch. Sie wissen, kleine Leute, große und große Leute, klein. Also, dauert noch einen Moment. Okay, entschuldigen Sie, verstehen Sie? Das ist mein... Ich nenne es immer mein Frühstückshörnchen. Das ist relativ wichtig für mich. Sie müssen verstehen, hier in der Umgebung kann man nichts anbauen. Und es würde auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, das ganze Essen zu bewirtschaften. Oder ich müsste halt Bauern bitten und bei denen wächst ja auch im Moment nichts. Das ist ein bisschen kompliziert und dieser Gegenstand sorgt dafür, dass ich, schlichtweg nicht verhungere. Ich ernähre mich nämlich relativ streng vegan. Nee, nicht ganz. Also, ich weiß natürlich nicht, ob Sie dafür auch eine Versicherung haben, was diese Ernährung angeht, denn ich weiß, das schlägt mir manchmal ein bisschen auf den Bauch, aber ich bin Nekrotarier. Also, ich esse ganz gerne zwischendurch mal Untote. Ah, okay. Ich meine, das ist, also, das sonst so vegan, aber das mit den Untoten, wissen Sie, wenn man da reinbeißt, das knirscht zwar so ein bisschen sandig zwischen den Zähnen, aber es ist halt auch gleichzeitig leicht bitter und leicht süß, wenn die Magie sich auflöst. Okay. Das würzt manche Essen doch recht gut. Verstehen Sie? Okay. Dann hätten Sie wirklich ein Problem ohne das Vor, nicht wahr? Das wäre ein großes Problem, ja. Also ich meine, ich kann mich natürlich noch weiter von Untoten ernähren, aber das bekommt mir einfach nicht besonders gut. Und tatsächlich müsste ich ja irgendwoher mein Essen besorgen sonst. Ja, das wäre wirklich schlecht.
Ja. Tja, wollen Sie denn etwas? Soll ich etwas herbeischaffen mit dem Horn? Nein, aktuell nicht. Sagen Sie mal, wie kamen Sie denn so zurecht, bevor das hier alles so passiert ist mit dem schlechten Wetter und so? Ich habe ganz normal bei den Bauern eingekauft. Gut, zugegebenermaßen, einige Bauern hatten sich darauf spezialisiert, nichts anderes zu tun, als mich zu ernähren. Das ist naheliegend, aber hat auch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich habe die gut bezahlt dafür. Das ist schade. Habe ihnen dann häufig noch geholfen, dass sie Maschinen hatten, die bei der Ernte geholfen hat oder mit Magie dafür gesorgt, dass die Felder schneller wachsen. Also das war ein Geben und Nehmen. Das klingt aber eigentlich ziemlich idyllisch so. Ja, das war's. Haben Sie mitgekriegt, wie das passiert ist hier mit den Wolken? Also es ging vor 2-3 Jahren einfach von jetzt auf gleich los. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ausgelöst hat. Ich vermute, dass es mit dieser Pilzplage, die da überall im Boden ist, in Verbindung steht. Mhm. Also ich weiß ja nicht, wie gut Sie sich mit Pilzen auskennen, aber die können ja auch sehr komplexe unterirdische Netze haben und miteinander verbunden sein. Und dieses Zeug scheint hier überall unter dem Boden zu wachsen, weswegen ich auch beschlossen habe, meinen Turm hier ja umzugestalten. Zuvor hatte ich eigentlich ein ganz anderes Etablissement mein Zuhause nennen dürfen. Aber hier unter dem, also auf dem Vulkan, muss man ja eigentlich eher sagen, es ist relativ sicher, hier kommen die Pilze nicht hin. Das macht total Sinn. Also man merkt, Sie sind Wissenschaftler. Also ja. Also, es ist spät. Ich kann Ihnen gerne ein Zimmer für die Nacht anbieten. Ich muss wirklich darüber schlafen, ob ich eine Ihrer Versicherungen gebrauchen kann. Das wäre wirklich sehr freundlich. Dann können meine Freunde und ich uns auch noch mal besprechen, ob wir Ihnen noch vielleicht irgendwas anderes anbieten können. Ich könnte versuchen, diese Diebstahlversicherung aufzusetzen. Ich bin da nicht... Für das Horn, das wäre großartig. Ja, das wäre doch recht wichtig, dass das nicht wegkommt hier. Ja, ja, dann setze ich Ihnen da mal was auf. Mhm. Okay, alles klar. Er schiebt das Horn wieder zurück in das Regal, macht das wieder zu, Schlüssel rein, dreht um. Ja, dann, naja, wir können ja vielleicht mal nach Ihrem Freund schauen und dann würde ich Ihnen empfehlen, naja, wenn Sie in die erste Etage hochgehen und dann links den Gang, da sind einige Gästezimmer auch in Ihrer Größe. Oh, dieses so, also dafür, dass Sie sich so, ja, hier so abgeschieden niedergelassen haben, ist das hier alles so inklusiv? Ich finde das wirklich sehr charmant. Das war mir auch immer sehr wichtig. Außerdem warte ich ja, oder naja, ich freue mich immer über Besuch. Vor allem, also nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen, aber sagen wir mal magisch oder mechanisch gebildeten Besuch, denn ich suche natürlich die ganze Zeit, eigentlich mache ich nichts anderes nach einer Lösung für diese Problematik am Himmel. Ja. Hey, vielleicht sind Sie da ja gar nicht alleine. Ja. Hoffentlich bin ich da nicht alleine. Ja, vielleicht kann man sich ja mit anderen Leuten zusammentun. Ich habe gehört, dieser kleine Kelvin sucht auch nach einer Lösung. Lord Kelvin. Lord Kelvin. Also, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass sein Lösungsversuch zielführend ist. Haben Sie denn schon mal mit ihm gesprochen? Nein, das nicht. Ich weiß nur, naja, was sein, wie sagt man das, was seine Berufung ist. Und auch wenn ich zwar ganz gerne mal nasche, aber der Untod kann doch keine Lösung sein. Ja, allerdings gibt es momentan auch nicht sehr viele Lebende, das wissen Sie. Also wir waren, als wir hier angekommen sind, sind wir an einem Hof abgestiegen, wo außer einem 8-jährigen Mädchen niemand mehr am Leben war. Ja, das ist mir natürlich bewusst, aber was denken Sie denn, also warum mein Turm so inklusiv ist? Ich würde die Menschen ja aufnehmen, wenn sie herkämen, aber er scheint ihnen ja irgendwelche Lügengeschichten über mich zu erzählen, weswegen niemand hierher kommt. Vielleicht ist da auch ein Missverständnis. Haben Sie zufällig einen der Boten genascht? Also, er hat mir diverse Briefe geschickt.
und da auch die Inhalte nicht immer freundlich waren oder darauf hinausliefen, dass er bestimmte Dinge von mir verlangt hat, nicht mal höflich gebeten, habe ich ihn zurückgewiesen und in besonders unhöflichen Fällen mag es passiert sein, dass ich vielleicht einen der Boten genascht habe, ja. Vielleicht könnte man sich dann doch vielleicht, also ich meine, so ein Brief, so Briefe sind ja immer sehr unpersönlich. Ich meine, so ein lachendes Gesicht von Angesicht zu Angesicht ist was vollkommen anderes als so emotionales Papier. Ich meine, das ist ja, Sie wissen ja, so negative Worte sind schnell gesagt auf Papier. Dann schreibt einer ein böses, unpassendes Smiley drunter, das man gar nicht so gemeint hat und was der andere anders aber liest. Das wirft ja gleich zwei Probleme auf, weil ich werde mit Sicherheit nicht in sein Todesschloss gehen und er will seines ja nicht verlassen. Ja, vielleicht also, kann er das ja gar nicht. Ja gut, aber Ihnen ist auch bewusst, was das für ein Schloss ist, oder? Nein. Naja, ein Schloss, das komplett aus Knochen errichtet worden ist. Zugegeben, die Anbauten möglicherweise aus Steinen, aber das wär, also dieses Schloss hat ein Eigenleben. Das wäre bestimmt sowas wie eine Art Pfefferkuchenhaus, sage ich, ich bin inzwischen aus dem Schrank rausgekrochen gekommen. Also da ich schon gehört habe, dass einmal ein unhöflicher Ritter, der ihm vorgeworfen hat, dass seine Handhabe bestimmter Probleme doch nicht gottgefällig sei, daraufhin von einigen aus dem Boden sich heraus materialisierenden Knochenspeeren aufgespießt worden ist, werde ich einen Teufel tun und da einen Fuß reinsetzen. Das ist nachvollziehbar und nicht sehr nett. Nun, klingt so zugegeben, ich war nicht dabei. Die Hören sagen, Problematik bleibt bestehen, die Sie angesprochen haben, aber Sie können durchaus nachvollziehen, warum ich nicht in dieses Schloss möchte. Ja. Zumal er schon unhöflich zu mir war und durchaus pikiert zu sein scheint, dass ich ihm mein Frühstückshörnchen nicht geben möchte. Können wir die Briefe mal sehen? Vielleicht müssen die sowas wie übersetzt werden. Achso, bist du inzwischen aus dem Horn rausgeklettert? Ja, das Horn ist noch im Schrank. Ja, und du bist im Horn. Ja, genau. Und ich bin aus dem Horn raus und auch okay. Durch das Schlüsselloch. Also, ich habe mich gerade gesagt. Er hat sich dazu auftauchen lassen, alles klar. Ja. Ja. Was hast du gerade gefragt? Entschuldigung. Weiß ich nicht mehr. Die Briefe. Wir wollen die Briefe sehen. Ah, genau. Ob die Briefe vielleicht übersetzt werden müssten. Übersetzt? Ich konnte sie noch lesen. Wieso? Ja, ja, aber. Auch wenn die Worte das gleiche sind, manchmal ist der Gebrauch der Sprache doch sehr unterschiedlich. Sie wollen darauf hinaus, dass in der Schriftsprache ja viele Aspekte wie Gestik und Mimik sowie Stimmfarbe und sonstige Konnotationen verschwinden. Ganz genau. Nun gut, ich könnte sie natürlich holen. Dann machen Sie es sich doch draußen einfach noch kurz bequem. Ich gehe mal eben hoch und er wartet jetzt auch gar nicht ab, ob ihr die Küche verlasst, sondern geht nach oben. Ich würde mich jetzt auf den Weg machen, mich dahin zu setzen, wo er gesagt hat, dass wir uns hinsetzen. Also ich finde den wirklich sehr freundlich. Ja, aber was meinte der da mit dem Schloss aus Knochen? Ich finde, das hätte der Lord uns sagen müssen. Ich finde auch. Nicht gut. Also ich finde halt, wir haben jetzt so dieses, zwei Leute sind zu uns total nett und sagen, aber der andere wäre nicht nett. Das ist ein Problem, eine Problematik, vor der ich mich jetzt sehr selten gesehen habe. Also, das ist ein Kommunismusproblem. Warum ist das ein Kommunismusproblem? Kommunismusproblem. Das heißt, dass wir die nicht vernünftig miteinander reden können. Ach, ich dachte, das ist, wenn immer alles gleich haben. Das mag ich eigentlich. Ich weiß nicht, aber ich finde diese Situation sehr beängstigend, dass wir nicht wissen, wer die Wahrheit sagt. Ich muss sagen, das ist eine meiner größten Ängste. Ob, naja, hast du nicht, Dunkelheit. Dass du nicht weißt, wer die Wahrheit sagt. Ja. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von beiden die Wahrheit sagt. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber vielleicht sagen auch beide die Wahrheit. Also man kann ja auch nicht immer davon ausgehen, dass die alle lügen. Und wenn die Briefe, wenn der Brief jetzt total unhöflich ist, ich meine... Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Beweis dafür, dass der andere nicht gut Kommunismus kann. Ja. Ihr hört so ein, also ihr seid ja noch in der Küche oder irgendwo im Gang dazwischen, ihr hört so ein lautes Klickgeräusch, dann seht ihr, dass oben diese Tür, hinter der das Horn ist, so ein Stückchen aufspringt. Dann seht ihr, dass oben in diesem Spalt, der aufgeht, Snoo steht. Bitcha! Ja, aber ja, komm, wir sind uns jetzt gar nicht sicher, ob wir das Horn haben wollen. Mach wieder zu. Okay. Und der zieht die Tür wieder so eine Spalt weit zu. Aber das war schon verdammt cool. Weil ich meine, vielleicht müssen wir uns auf die... Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite wir sind. Das ist verwirrend. Ich habe ja gesagt, er ist komisch, aber... Ja, wer von denen jetzt? Welche von beiden? Alle. Der Dritte. Alle. Der Dritte. Komisch. Aber Gunde, warum hast du denn keine Versicherung gegen Lügen? Die hat man mir nie gegeben. Ich guck noch mal durch. Nein, da ist nirgendwo ein Lügensymbol. Ihr hört von oben so ein, ich finde die Briefe bestimmt gleich. Kleinen Moment noch. Ja. Okay. Oder wir packen das Horn erstmal ein und lösen das Problem später. Dann kann er aber nichts frühstücken. Was machen wir denn dann? Packst du das Horn in deine Tasche? Packst du das Horn in deine Tasche? In meine Tasche? Ja? Ich war gerade in dem Horn drin, du Hornochse. Deshalb frage ich. Aber wir können dich doch jetzt nicht einfach so beklauen. Das ist doch total gemein. Also, naja, er hat halt keine Diebstahlversicherung abgeschlossen. Was soll ich dir sagen? Gundel, ich dachte, du bist die Fachfrau. Was du etwas genauer weißt als die anderen auf jeden Fall ist, dass magische Gegenstände sich häufig der Größe anpassen ihres Trägers. Also du kennst natürlich auch Zauber, mit denen du... übertragen kannst bei solchen Sachen. Ne? Magische Items müssen ja übertragen werden, wenn andere Leute Namen verkaufen. Egal, wir gehen jetzt. Wir nehmen das Horn und gehen. Wir nehmen das Horn und gehen. Eine bessere Chance kriegen wir nicht mehr. Aber das finde ich nicht nett. Was, wenn der andere uns anlügt? Stimmt. Also nett ist das wirklich nicht. Hat er eine Nettigkeitsversicherung abgeschlossen? So funktioniert das nicht. Du hast du hast nicht verstanden, wie eine Versicherung funktioniert. Snoo? Ja? Mach auf. Tür springt wieder so ein Stück auf. Snoo steht da oben. Mensch. Kannst du das Horn runterschmeißen? Leise. Es ist echt groß. Ich kann ja jetzt reingehen, oder? Ja. Gut, dann würde ich das Horn auf mich übertragen. Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt aber tatsächlich doch nochmal einen Magiewurf gerne von dir haben. Der geht natürlich jetzt wahrscheinlich schief. Nein, hat gerade so funktioniert. Alles klar. Gut, es gelingt dir und als du es auf dich übertragen hast, verändert sich das Horn tatsächlich insofern, dass es deutlich kleiner wird. Also es hat immer noch den Umfang von so einem kleinen Schinken. Das ist schon immer noch ein ordentliches Horn, ne? Aber es ist jetzt auf jeden Fall, also vielleicht so wie dein Unterarm lang. Und du könntest es auf jeden Fall problemlos wegtransportieren, ja. Gut. Aber ich laufe. Ich fange an zu laufen. Ich laufe hinterher. Ja. Aber wenn wir die Briefe gelesen hätten, dann müssten wir angelogen werden. Er springt also oben aus diesem Fach raus, so ein paar magische Artefakte sammeln sich unter seinen Füßen, jeweils wo er auftritt, bis er unten am Boden angekommen ist, ist auf eurer Höhe und flitzt an euch vorbei. Ja, ich laufe auch, weil einer läuft, ist so Gruppendynamik. Alles klar. Ja. Ich hab sofort, hört ihr noch?
Luft, dass ihr so ins Ohr gundel. Ninjas werden jetzt schnell. Ich bin nicht so schnell. Raus, ich hoffe, das Portal ist noch da. Ja. Durchs Portal durch. Alles klar. Ich spring mit einem Satz durch das Portal durch. Seid ihr wieder in dem Raum, wo ihr vorher gewesen seid. Ihr seht wieder die Spitze von diesem Hut da oben über den Tisch drüber gucken. Er hat sich anscheinend wieder hinter seinen Sekretär gesetzt. Allerdings, ihr hört so ein, das klingt ein bisschen wie Glasbrechen. Das Portal, als ihr durch seid, zerspringt, verschwindet dann aber auch im Nichts, also einfach in so Partikeln. Das hört er scheinbar auch und schaut, ihr seid schon zurück? Mhm. Das ist ja verrückt. Wie habt ihr den denn überzeugen können? Wir haben nett mit ihm geredet. Der ist voll freundlich. Also ich weiß nicht, was sie da uns erzählt haben. Ich habe nie was anderes behauptet. Habe ich gesagt, er sei unfreundlich? Er hat nur auf meine Briefe nicht geantwortet. Naja, gut, das kann man als unfreundlich betrachten. Er hat gemeint, ihre Briefe wären sehr unfreundlich gewesen. Lord Kelvin. Okay, das hat er gemeint. Und diese Briefe habt ihr gelesen? Er hat sie uns noch nicht gezeigt. Das hätte mich auch sehr gewundert, weil warum hätte er das machen sollen? Aber wie habt ihr ihn denn jetzt überzeugt? Durch Geschwindigkeit. Und der Magie unseres Charakters. Der Magie eures Charakters. Ihr wart also charmant. Ja. Interessant. Schmand, ja. Nun gut, okay, das ist doch schon mal hervorragend. Dann, ihr habt das Horn? Ja. Okay. Ganz fest. Alles klar, hervorragend. Super, also gut, dann habt ihr euch um diese Sache mit eurem Vertrag gekümmert, was ihr alles aufschreiben wolltet? Was sollen wir denn noch alles gleichzeitig machen? Dazu sind wir noch nicht gekommen. Ich hätte mich auch ehrlich gesagt, also da wäre ich auch wirklich überrascht gewesen, ihr wart so schnell. Eine Frage habe ich. Bitte. Stimmt es, dass das Schloss hier aus Knochen ist? Zum Teil, ja. Stimmt es, dass hier mal ein Ritter vorbeikam, der meinte, dass er mit der Gesamtsituation unzufrieden ist und sie haben ihn aufgespießt? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ihr mit der Gesamtsituation meint, aber es gab schon Attentäter, manche eher verborgen, andere weniger, die versucht haben, mich hier anzugreifen, ja. Und das Schloss hat halt so seine Sicherheitsmechanismen. Oh, das ist alles so kompliziert. Bei mir zu Hause war das viel einfacher zu sagen, wer der Nette und wer der Böse ist. Genau, und das Schiff war der Nette, stimmt's? Ja, natürlich. Ja. Der immer bemüht, den Leuten zu helfen. Genau. Ja, Mario. Marionelli. Okay. Dass er so hieß. Auch immer ihr das geschafft habt. Folgendes würde ich vorschlagen. Erst einmal ruht ihr euch über Nacht aus. Das Horn können wir dann nachher zur Sicherungsverwahrung erstmal dahin bringen, wo ich das ganz gerne erstmal lagern würde, um die ersten Tests damit zu machen, ob es auch wirklich den Effekt erfüllt, den ich mir davon erhoffe. Oder ich behalte es erstmal. Bis der Vertrag unterschrieben ist. Mit kleinem Fingerschwur. Absolut keine sinnvolle Lösung, weil was ist denn, wenn dieses Horn nicht das macht, was ich mir davon erhoffe? Dann würden die Folgegegenstände ja auch überhaupt nichts bringen und ihr bringt euch möglicherweise unnötig in Gefahr. Oder ich behalte es erstmal. Aber was, wenn wir dir das geben und also Mr. Ehrenwerter Lord, ich möchte Ihnen ja auch gar nichts unterstellen, aber wir sind halt ganz neu hier und wir haben für diesen neuen Ort keine Versicherung abschließen können bei Gundel und deswegen sind wir einfach ein bisschen von Grund auf misstrauisch. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären neu an einem Ort und dann würden Sie da einfach durch die ganze Weltgeschichte ziehen, um irgendwelche magischen Gegenstände zu holen und sich sehr in Gefahr zu bringen und dann gibt der Auftraggeber gar keine Garantie und dann am Ende kriegt man gar nicht das, was mal einem versprochen wurde. Das wäre doch nicht gut. Und der arme Herr Helios weiß jetzt auch nicht, was er morgen frühstücken soll und wir sind schuld. Ja. Ja.
Also habt ihr es doch nicht mit Charme besorgt? Doch. Ich habe es mit Charme versucht. Plötzlich sind alle gerannt. Ah, ich verstehe. Nun, wenn ihr weiter in der Geschwindigkeit arbeitet, wird es mit Sicherheit keinen großen Unterschied machen, ob ihr das Horn von mir aus auch noch für eure nächste Mission behaltet. Dann probiere ich es eben danach aus, ob es klappt. Es ist ja eure Entscheidung, ob ihr euch da weiter in Gefahr bringen wollt. Möglicherweise unnötig. Ja, möglicherweise unnötig. Ja. Wie dem auch sei. Ich kann euch ja schon mal zumindest verraten, wohin ich euch als nächstes schicken werde oder worum ich euch bitten möchte, dass ihr da hingeht. Und zwar brauche ich ein bestimmtes, er nennt es Wunderpulver. Und zwar der gute Kasein Hay hat eine Farm. Dort hat er spezielle Nutztiere, mit die eine besondere Milch geben, könnte man glaube ich sagen. Und dieses Wunderpulver, das soll doch sehr dabei helfen, Stärke aufzubauen. Die Kraft zu mehren, ich weiß nicht ganz genau, wie man es nennen sollte. Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken darüber machen, aber ich würde vorschlagen, jetzt nächtigen wir erst einmal und sehen uns in 14 Tagen wieder. Tschüss. Zur nächsten Runde, Horde. Ich habe euch verwirrt, ha? So ein bisschen. Nur ein bisschen. Grundskepsis gegen alles. Das ist doch schön. Alles klar, okay. Hat es euch Spaß gemacht? Ja. Ja. Nein. Sehr. Sehr schön. Weiter. Keine Sorge, ich werde euch noch lange in eurem ständigen Konflikt halten. Das wird schon ein bisschen Kopfarbeit für euch werden, aber soll ja auch spannend sein. Natürlich. Aber ich denke, die nächste Begegnung wird euch auf jeden Fall schon wieder ein bisschen helfen, euch da einzunorden, was ihr von wem halten sollt. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation, in die ihr da reingeraten seid. Und ihr habt bis jetzt gute Wege gefunden, um das Ganze zu lösen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was passiert wohl als nächstes? Was überlegt sich so ein Zyklop, der eigentlich relativ clever ist, wenn ihr weg seid und sein Horn? Und was hat das für Folgen? Aber das werden wir alles herausfinden. Ich glaube, wir sollten eine Zyklopenversicherung abschließen. Diese Versicherungsidee ist so geil. Das Problem ist, wir haben halt jetzt nur eine sehr begrenzte Anzahl an Versicherungen, weil Gundel weder lesen noch schreiben kann und nur anhand der Symbole unterscheidet. Das.